Eigentlich mache ich ja am liebsten Musik. Den lieben langen Tag sitze ich singend am Klavier, so wie jetzt gerade hier. Doch in letzter Zeit hab ich nebenbei noch was ganz anderes gemacht. Es war nicht geplant, es ist einfach passiert. Ich schrob ein Buch mit ganz vielen Buchstaben und Worten und zusammenhängenden Sätzen. Eigentlich schreib ich ja sonst keine Bücher, doch jetzt hab ich's getan. Es ist schon erstaunlich, was alles so geschieht. Es war wie im Kino, Erinnerungen kamen angeflogen mit mir in der Hauptrolle. Und genau darum geht's hier in diesem Lied. Und außerdem würde ich euch gern nahebringen, etwas mehr zu lesen. Und ich hab da auch einen Tipp. Ich mach noch mal einen dezenten Versuch. Hab doch alles aufgeschrieben und was ist geblieben? Mein Gott, ich bin selbst ganz schön beeindruckt. Nochmal im Klartext, ich schrob ein Buch. Ich schrob ein Buch, ich schrob ein Buch. Es ist schon längst fertig und steht in den Läden, hab selbst gelesen und kann's sehr empfehlen. Auch als Geschenk, einfach mal so zwischendurch, kann man damit große Freude bringen. Ich kann euch sagen, oder nein, noch viel besser, ich kann sogar ein Lied davon singen. Diese Komposition benötigt 4 Harmonien nur, C-Dur, A-Moll, D-Moll 7 und G-Dur 7 mit Vorhalt. Das ist nicht grad abendfüllend, wird mir soeben klar. Und ich muss mir was einfallen lassen, weil das sonst hier rückblickend ein extrem langweiliger Abend war. Langweilig, 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 schlaft mir jetzt nicht gleich ein. Ich glaub, deshalb spiele ich jetzt ein paar andere Harmonien, um euch wach zu rütteln, und zwar A-Dur, B-Dur und S-Dur und C-Moll. Und dann zieh ich das Tempo langsam an. Guten Abend und herzlich willkommen in meiner persönlichen Welt, in meinem Kosmos. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört, das zeugt von gutem Geschmack. Heute hier in der Weltmetropole Wolfshagen, in der Geburtsstadt von Steinway, hier fühle ich mich wohl. Ich mach gern Musik und komme aus Leipzig. Das ist meine Lieblingsstadt, da bin ich zu Haus. Meine Eltern haben mich nach einem Mann benannt. Ein Mann aus Leipzig und der hat auch Musik gemacht, so ähnlich wie ich. Im Thomaner Chor in meiner Kindheit hab ich jeden Tag stundenlang Johann Sebastian Bach gesungen. Später dann musste ich an der Hochschule für Musik zu Leipzig zur Aufnahmeprüfung ein klassisches Werk vorspielen. Und wisst ihr, was ich da gemacht hab? Ich hab mir was unglaublich Anspruchsvolles ausgesucht.
und das geht so. Schon geil, oder? Schönen guten Abend, liebe Leute! Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also vielen Dank erstmal für die einleitenden Worte, die alle Leute, die sich hier drum kümmern, dass heute dieser Abend stattfinden darf. Für mich ist das, und das ist jetzt wirklich kein Spruch, auch ein wirklich bedeutender Abend, weil für mich ist es nicht normal, wenn ich allein unterwegs bin, dass so ein aufgeschlossenes und ich möchte sagen kulturvolles Publikum deswegen da ist, weil heute hier auf einem Instrument gespielt wird von einem Mann, der für mich in meinem Leben auch eine riesengroße wichtige Rolle gespielt hat. Also ich muss dazu sagen, ich habe Klavierspielen nie wirklich ernsthaft mit Unterricht gelernt. Ich habe Klavierspielen so gelernt, dass ich mir Dinge beigebracht habe, die ich gehört habe. Also ich habe wirklich nach Gehör Klavierspielen gelernt. Ich habe Beatles und Stones und Lindenberg und Tonsteine, Scherben und alle Sachen, die ich gehört habe, wollte ich spielen und habe dann im Internat des Thomanerchores, in dem ich groß geworden bin, mir jeden Abend nach dem Abendessen versucht, einen Flügel zu chartern sozusagen. Die erste Etage dieses Internates war mit 10 Zimmern, in denen immer ein Instrument stand, und wenn man gerannt ist, und damals konnte ich noch rennen, ist man hochgerannt und hat sich so ein Klavier oder so einen Flügel genommen, und ein Steinway-Flügel stand auch darum. Und das war immer für mich das Instrument, wo ich gedacht habe, da will ich unbedingt dran. Und das erzähle ich nicht, weil ich heute hier bin. Ja? Ich weiß übrigens noch gar nicht genau, was ich heute Abend alles machen will. Ich habe einen Haufen Songs im Gepäck, die ich spielen könnte. Mal gucken, wie lange wir es miteinander aushalten heute Abend. Ich möchte erstmal ein Lied spielen, das, glaube ich, ganz gut zum Anlass des heutigen Abends passt, weil ich einst vor mittlerweile, ich glaube, 8 Jahren oder 9 Jahren einen Preis verliehen bekam, den ich voller Freude angenommen habe. Ich habe es ja eben schon betont, ich bin kein Pianist, ich würde mich niemals als Pianist bezeichnen, ich bin ein Klavierspieler. Ich spiele gern Klavier und habe da totalen Spaß dran. Und eines Tages rief mich Herr Blüthner an. Blüthner ist der Chef einer kleinen, bescheidenen Klavierfirma in Leipzig. Und der fragte mich, ob ich gern den Preis annehmen würde, den die Klavierindustrie, ich glaube, alle 2 Jahre auslobt, Klavierspieler des Jahres zu werden. Klavierspieler des Jahres. Da habe ich erstmal gesagt, was erwartet ihr von mir? Ich kann euch hier keinen Rachmaninow geben und ich bin kein Lang-Lang, ich kann ein bisschen klimpern, das sage ich jetzt nicht, um Fischi vor Kompliments zu machen. Er sagte, komm, es geht darum, das Klavierspiel als solches in die Welt zu tragen und den Leuten zu zeigen, dass es Spaß macht. Und nicht, dass es irgendwie Stress ist, dass man permanent üben muss. Und ich merke gerade, ich rede viel zu lange, aber das müsst ihr euch dran gewöhnen. Oder ihr müsst, wenn ich zu viel rede, müsst ihr auch dann sagen, hey, sing mal wieder ein. Ja? Ein Lied, das ich damals, weil ich diesen Preis verliehen bekommen habe, geschrieben habe, den übrigens Leute wie Otto Schily damals bekommen haben, unser ehemaliger Innenminister, Hera Lindt, eine Schriftstellerin, hat diesen Preis bekommen. Helmut Zerlett hat diesen Preis bekommen, der damalige Orgelspieler in der Harald-Schmidt-Show. Und, was für mich große Überzeugung war, diesen Preis anzunehmen, Helge Schneider hat diesen Preis bekommen. Helge Schneider ist einer der bedeutendsten, finde ich wirklich, einer der bedeutendsten Künstler, die wir haben. Und ich habe, als ich diesen Preis in Frankfurt auf der Musikmesse, in Frankfurt am Main auf der Musikmesse verliehen bekam, das nun folgende Lied dargeboten. Und ich hoffe, ich kann es noch. Die wichtigsten Stationen meines jugendlichen Lebens bestanden ausschließlich aus Höhepunkten, und wenn ich danach suche, suche ich vergebens, deswegen warte ich auf den nächsten Höhepunkt. Bis gestern hab ich so gedacht, doch heute bin ich aufgewacht. Als ich es erfuhr, spürte ich nur dieses Gefühl, es war ein unbestimmtes und unklares. Ich bin Klavierspieler des Jahres, hab's geschafft, Hauptgewinn, weil ich Klavierspieler des Jahres bin. Endlich hat mein Leben wieder einen Sinn, weil ich Klavierspieler des Jahres bin.
weiß, dass sowas gar nichts gleicht. Mit diesem Preis hab ich den Höhepunkt erreicht. Ich will mich zwar nicht selber loben, doch wenn du das geschafft hast, bist du ganz oben. So ein Preis ist nicht nur für die Ehre, so ein Preis ist gut für die Karriere. Der Marktwert steigt, der Künstler verneigt sich. Es ist was Großes und unglaublich Wunderbares. Ich bin Klavierspieler des Jahres, hab's geschafft, Hauptgewinn. Weil ich Klavierspieler des Jahres bin, endlich hat mein Leben wieder einen Sinn. Weil ich Klavierspieler des Jahres bin. Du wirst von keinem mehr gedisst, wenn du Klavierspieler des Jahres bist. Wenn du nicht da bist, wirst du schmerzlich vermisst, wenn du Klavierspieler des Jahres bist. Es grüßt dich jeder Komponist, wenn du Klavierspieler des Jahres bist. Du wirst in einem Atemzug genannt mit Franz Liszt, wenn du Klavierspieler des Jahres bist. Und wenn du nicht weißt, wer Franz Liszt ist, dann liegt das daran, dass du nicht Klavierspieler des Jahres bist. Keyboards heutzutage, da gibt es den sogenannten Key-Transpose-Schalter. Das heißt, man kann alle Stücke in C-Dur spielen und muss dann nur irgendwie einstellen, dass man eben dann das transponiert sozusagen. C-Dur sind nur, ich hoffe, ich trage jetzt keine Eulen nach Athen, hier sind nur Klavier- und Flügelkenner, ich weiß es genau. C-Dur sind nur weiße Tasten, ja. Das ist die einfachste Tonart, die es gibt, ohne Vorzeichen. Und deswegen schreibe ich gern Lieder in C-Dur. Ich schreibe aber auch Lieder in anderen Tonarten. Aber jetzt kommt, ich glaube, ich bin gerade in meiner C-Dur-Phase und möchte jetzt mal, wir sind gerade an einer neuen Prinzenplatte. Ja, die Prinzen werden nächstes Jahr 30.000 Jahre alt. Ja, 30.000 Jahre die Prinzen, sagen wir gern. Und wir schreiben zurzeit viele, viele, viele Lieder, teilweise auch mit unterschiedlichen Leuten zusammen. Und ich versuche, diese kleineren Bühnen, die ich habe an Abenden wie heute, dafür zu nutzen, diese Lieder auch auszuprobieren. Und spiele jetzt mal ein etwas neueres Lied, bei dem es unter anderem um die Prinzen geht. Ich träum davon, ein Prinz zu sein, ein echter aus Märchen. Deswegen schlafe ich stundenlang und mache im Traum Recherchen. Dabei schleiche ich mich in Schlösser, verfolge jede Spur und ich suche den Geheimcode rund um die Uhr. Ich überwinde alle Wachen, bleib ständig unentdeckt. Selbst das androgyne Schlossgespenst hat mich noch nicht erschreckt. Die Prinzessin ist sehr hübsch, ich treff sie neben meinem Thron. Sie gibt mir einen Kuss und meine Krone zum Lohn. Ich bin ein Prinz und alle freuen sich, ich bleib immer cool und freundlich. Ohne mich wär's kalt und grau. Ich bin ein Prinz, doch wenn ich aufwach, wenn ich meine Augen aufmach, weiß ich's nicht mehr so genau. Die Träumerei von Schumann ist der Soundtrack meines Lebens. So ein Ding zu komponieren, hab ich versucht, es war vergebens. Aber dieses kleine Lied hier schlich im Traum sich in mein Ohr. Und ich sing es allen Träumern gerne vor. Ich bin ein Prinz und alle freuen sich, ich bleib immer cool und freundlich, ohne mich wär's kalt und grau. Ich bin ein Prinz, doch wenn ich aufwach, wenn ich meine Augen aufmach, weiß ich's nicht mehr so genau.
Manchmal hab ich meine Träume 1:1 interpretiert. Das war traumhaft, es ist immer was Unglaubliches passiert. Manchmal war's total verschwommen, manchmal fotografisch klar. Am besten war's, wenn's richtig realistisch war. Ich bin ein Prinz und alle freuen sich. Ich bleib immer cool und freundlich. Ohne mich wär's kalt und grau. Ich bin ein Prinz, doch wenn ich aufwach, wenn ich meine Augen aufmach, weiß ich's nicht mehr so genau, ob ich wache oder träume. Träumerei. Träumerei. Noch ein neues Lied. Ich mach mal, ich bin hier, ich lasse mich ein bisschen treiben, ja. Ein neues Lied, das ich deswegen geschrieben habe, weil ich, also erstmal, ich habe mich wirklich über die einleitenden Worte extrem gefreut, vor allem auch deswegen, und das ist ja immer so eine Gratwanderung, dass beide Redner gesagt haben, dass wir nicht umhin können, auf Dinge einzugehen, die zurzeit um uns herum passieren, die uns alle miteinander irgendwie so ein kleines bisschen durcheinander bringen, ja. Es wurde von Günni erzählt, der mit der Zivilcourage-Kampagne, mit dem ich in Berührung gekommen bin. Und ich weiß, dass es eine totale Gratwanderung ist, seine Bühne für politische Statements zu benutzen. Ja. Andererseits glaube ich auch, dass wir, egal ob wir auf Bühnen gehen oder ob wir in welchem Beruf auch immer unterwegs sind, dass wir zurzeit in irgendeiner Weise schon verpflichtet sind, Dinge zu reflektieren, die um uns herum abgehen und dann nicht einfach schweigend daneben zu stehen. Ganz nebenbei, an aller Freude, die wir diesen Tag heute haben, dass Herr Steinmeier heute 223 Jahre alt wird und dass mein Sohn heute 24 Jahre alt wird übrigens. Heute vor, und jetzt will ich gleich mal die Energie rausnehmen, liebe Leute. Ich habe es vorhin gelesen, heute vor 77 Jahren wurden die Geschwister Scholl von den Nazis ermordet. Ja? An sowas muss man auch denken, und man sollte sowas nicht irgendwie wegschieben. Natürlich weiß ich, dass ich heute hier bin, um Entertainer zu spielen und Entertainer zu sein, und das bin ich auch mit Leib und Seele, bin ich total gern. Ja? Die Ansage ist jetzt viel zu hart für das Lied, das kommt. Ich habe das Lied geschrieben, weil ich glaube, letztes Jahr ist Alexander Gerst, unser Astronautenheld, ins Weltall geflogen zur Internationalen Raumstation, zur ISS. Und er hat damals so eine Botschaft an seine Enkel übers Internet verteilt und hat sich sozusagen bei seinen nicht geborenen Enkeln, bei der Enkelgeneration, dafür entschuldigt, was wir für einen Scheiß machen hier. Weil man sieht das ja von oben alles. Wenn du die Erde von außen siehst, und das hat der Mann, den ich mit 12 Jahren schon als Helden verehrt habe, Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All, der hat das genauso gesagt, wie es Alexander Gerst heute gesagt hat. Wenn du die Erde von außen siehst, hast du auf einmal das Gefühl, warum sind die Leute eigentlich so bescheuert und hauen sich gegenseitig permanent auf die Mütze? Warum machen sie einen Planeten kaputt? Warum machen sie das? Warum geht das so? Du hast eine andere Sicht, wenn du diesen kleinen blauen Planeten, dieses kleine zerbrechliche Raumschiff, wie Gerst gesagt hat, von außen sieht. Und ich habe jetzt vom Computer gegangen, habe mir den Start angeguckt, 13.12 Uhr ist er losgechattet und ja, ich bin da totaler Fan von, habe versucht, ein Lied drüber zu machen, ein Lied, das übrigens auch eine Ost-West-Vokabel beinhaltet, weil dieses Lied heißt Super-Mega-Astronauten-Kosmonautenheld. Die einen sagen Astronaut, die anderen sagen Kosmonaut, kommt ganz darauf an, wo man sozialisiert ist. Ich sage nach wie vor gern Kosmonaut. Wir alle zusammen sagen heute Super-Mega-Astronauten-Kosmonautenheld. Liebe Freunde, für Alexander Gerst dieses Lied. Der kleine Junge sitzt aufgeregt vorm großen Computer, das hat er noch nie so erlebt. Neben ihm sitzt zum Glück seine coole Mutter, die weiß genau, wo es lang geht. Heute geht es ins All mit einer schnellen Rakete, um 13.12 Uhr ist es endlich soweit. Keiner will, dass sich heute irgendjemand verspätet. Es ist höchste Zeit. Wir wollen doch wissen, was da draußen passiert.
Vor allem der kleine Junge ist extrem interessiert. Er fliegt in Gedanken, in seinen Träumen durch die Welt. Es gibt keine Schranken, keine Grenzen. Er ist der Super-Mega-Astronauten, Kosmonautenheld. Kleine Junge wird groß, er sitzt vorm kleinen Computer. Seine Rakete, die steht bereit. So lange hat er geträumt, genau deswegen tut er nicht mehr nur als ob, es ist höchste Zeit. Er will doch wissen, was da draußen passiert. Er ist als großer Junge noch viel mehr interessiert. Er fliegt nicht nur in Gedanken, in seinen Träumen durch die Welt. Es gibt keine Schranken, keine Grenzen. Er ist der Super-Mega-Astronauten-Kosmonautenheld. Astronauten-Kosmonautenheld. Er sieht die Welt von draußen, sieht, wie sich die Erde dreht. Er sieht die Welt von draußen und versteht, worum es geht. Humanität ist sein Kompass. Peace und Love, das ist es, worum es geht. Der Kompass für liebevolles Dies und Das, für radikale Solidarität. Ich flieg in Gedanken, in meinen Träumen durch die Welt. Es gibt keine Schranken, keine Grenzen. Ich bin der Super-Mega-Astronauten-Kosmonautenheld. Astronauten-Kosmonautenheld. Super-Mega-Astronauten. Kosmonautenheld, super mega. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Umgeben von Leuten vorne und hinten. Ich frage mich immer, ob ich. Sehe ich von hinten auch so geil aus? Na gut. Ein schöner Rücken, genau. Wenn wir so ganz neue Lieder gerade haben, ich habe ja gerade gesungen, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Es ist schon mittlerweile 2 Jahre her, aber ich bin damit eigentlich gerade auf Lesereise und habe für diese Lesereise ein altes Lied wieder rausgekramt, das ich vor mehr als 30 Jahren geschrieben habe. Ich glaube auch vor weit mehr als 30 Jahren. 1986 habe ich das, glaube ich, geschrieben. Und das war damals zu DDR-Zeiten sogar ein kleiner Radio-Hit. Also es lief damals ein kleines bisschen im Radio, weil natürlich haben wir damals versucht, populär zu werden, ins Radio zu kommen. Und wir haben aber trotzdem auch versucht, nicht nur Tralala zu singen, nicht nur Liebe, Triebe, Herz, Schmerz, sondern uns in irgendeiner Weise auch politisch zu positionieren. Und das war damals gar nicht so leicht, weil man konnte ja nicht einfach sagen, Honecker, du Schwein, oder die Mauer muss weg, oder was weiß ich was. Ja, man musste ja irgendwie zwischen den Zeilen versuchen, Botschaften zu transportieren. Und wir haben damals, oder ich mit meinen Texten, habe versucht, immer die Ironiekarte zu spielen, sozusagen. Und da konnte einem keiner in irgendeiner Weise an den Karren fahren. Ja? Also das Lied, das damals ganz gut im Radio lief und das ich jetzt gleich mal spielen möchte, ist natürlich ein bisschen ein pubertäres Lied, mit 19 oder 20 Jahren geschrieben. Solche Texte würde ich heute nicht mehr machen, obwohl ich auch wirklich sage, hey, das war damals so, wie es war und es ist cool und ich stehe da natürlich total dazu. Ja? Dieses Lied hieß oder heißt Der schönste Junge und der Text geht, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Und wenn die Leute gesehen haben, dass so ein Typ wie ich, der damals auch nicht unbedingt ein Model war, ja, also
Adonis-mäßig durch die Gegend geeiert ist. Wenn die gesehen haben, so ein Typ singt, ich bin der schönste Mann aus der DDR, aus unserer schönen DDR, haben die gesagt, hey, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas ist da im Busche. Ja? Und das war sozusagen unsere Art von, ich will gar nicht sagen Protest, ja. Ich halte das auch wirklich, ich habe es eben schon mal so angedeutet, dieses Protest, natürlich müssen wir, sollten wir immer versuchen, wachsam zu bleiben, was um uns herum passiert, aber wir sollten schon versuchen, diesen Protest oder sich positionieren, mit einer Leichtigkeit zu nehmen, sonst werden wir genauso verbissen wie die anderen. Und ich will nicht verbissen sein, ich möchte gern mit Leichtigkeit durchs Leben gehen und möchte eben versuchen, und deswegen glaube ich, dass so ein Lied, die Leute haben es damals verstanden, mal gucken, ob euch das heute was sagt. Wie gesagt, ein bisschen leicht, also ich muss ein kleines bisschen Nachhilfe geben, weil wir sind ja, es ist ja ein Lied über die DDR und es kommt eine Vokabel drin vor, die heißt RGW. Und RGW war der sogenannte Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, also das Pendant zur Europäischen Wirtschaftsunion. Also das, was hinterm Eisernen Vorhang eben ja, die ganzen Sowjetstaaten und der ganze Ostblock eben wirtschaftlich verbunden hat. Und mehr, ich glaube, alles andere dürfte sich einigermaßen erklären. Ich bin der schönste Junge aus der DDR und das freut mich sehr. Guck ich mir meinen Korpus an, dann denk ich, Mann, oh Mann. Dann denk ich, Mann, oh Mann, die Mädchen sind sehr angetan von mir als Tarzan-Muskelmann. Und auch die Jungs, schubschubidu, lassen mich nicht mehr in Ruhe. Die lassen mich nicht mehr in Ruhe. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer DDR. Und das freut mich sehr. Ob Mann, ob Weib, sie werden warm, wenn ich sie betör mit meinem Charme. Ob Mann, ob Weib, sie werden heiß, denn jeder hier im Lande weiß. Denn jeder hier im Lande weiß, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer DDR und aus dem RGW. Und alle Mädchen werden blass und nicht nur um die Augen nass. Auch alle Jungs sind wie erstarrt, oh Schreck, nicht nur ihr Blick wird hart. Oh Schreck, nicht nur ihr Blick wird hart, denn ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR. Ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer DDR und aus dem RGW und aus der ganzen Welt, die uns so gut gefällt. Lange her. Dankeschön. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich Klavierspielen wirklich durch Sachen gelernt habe, die ich gehört habe sozusagen. Und ich muss ich erzähle immer gern Geschichten zu den Liedern, dass man weiß, was ich für ein Verhältnis dazu habe sozusagen. Einerseits, wie sie entstanden sind, andererseits aber auch, warum ich dieses oder jenes Lied von Leuten, die nicht ich sind, singe. Ja? Als die Mauer gefallen war und als wir das große Glück hatten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die Leute zu treffen, die uns dann Türen geöffnet haben, durch die wir gehen konnten, sind wir schnell nach Hamburg gekommen. Wir sind erstmal nach Berlin gefahren. In Berlin war in den legendären Hansa-Studios so eine Art Castingshow, wo die Musikindustrie, Berliner Verleger, Berliner Plattenfirmen, Leute, junge Künstler eingeladen hatten und gucken wollten, was es so gibt. Ja? Und wir sind da hingefahren auf Empfehlung eines befreundeten Ostberliner Musikers, Dirk Zöllner. Und wir waren da irgendwie völlig unbeschwert und haben die Leute irgendwie überzeugt, dass wir da eben solche Lieder wie Der schönste Junge aus der DDR gesungen haben, a cappella, zu viert, ohne Mikrofone, haben wir uns da hingestellt, haben da easy das Zeug runtergerattert sozusagen. Und
In diesem Publikum oder in dieser Jury saß ein Mann namens George Glück. Und George Glück war ein bedeutender Verleger, der unter anderem Leute wie Rio Reiser gemanagt hat, der die ganze Westberliner Musikszene unter seinen Fittichen hat oder große Teile davon, unter anderem auch Ideal, also Annette Humpe und ihre Band damals. Und er hat damals Annette eine unserer Demokassetten gegeben und hat ihr gesagt, hier, guck dir das mal an und vielleicht kannst du was damit anfangen. Annette hatte gerade kurz vorher die erste Soloplatte von Rio Reiser produziert mit König von Deutschland und mit großen Hits drauf, für dich und immer für dich, also eine ganz, ganz, ganz tolle Platte, wirklich, Rio der Erste hieß die. Und Annette hat sich das angehört und hat uns dann kontaktiert, hat uns angerufen in Leipzig, unseren damaligen Manager, hat gesagt, ich würde euch gern besuchen kommen, kam nach Leipzig, geflogen, von Hamburg, wo sie damals lebte, nach Leipzig geflogen, wir haben sie abgeholt, unser Manager hatte damals so eine alte Russenkarre, so einen riesigen, fetten Volga, so ein riesiges Schiff, ja, und da hat sie erstmal geguckt, und, boah, ist ja schon der Hammer, und dann, und sie hatte diese Kassette dabei, und auf der Kassette stand drauf, Ostband. Und da war ich erstmal echt beleidigt, da habe ich gesagt, hey, wir heißen die Herzbuben, wir hießen damals Herzbuben, bevor wir die Prinzen wurden. Ich weiß, dass ihr versteht, warum wir den Namen geändert haben. Ja? Auf jeden Fall, Annette, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die ersten Demos in Leipzig aufgenommen, in Wolfgangs schimmeliger Bude, in der er damals gewohnt hat, und sind dann irgendwann zum Aufnehmen von 3 Liedern nach Hamburg gefahren, zu einem Freund von Annette. Und dieser Freund, Anselm Kluge, hatte so ein Heimstudio, so ein kleines, damals überhaupt noch nicht Computertechnik, sondern wirklich eine Bandmaschine und eben so ein bisschen Computer, ein bisschen Studiotechnik, gutes Mikrofon. Und er hatte aber kein richtiges Studio, sondern ich weiß noch genau, dass ich die ersten 3 Lieder von der Platte, das war Gabi und Klaus, Ich will dich haben und Mein bester Freund, 3 Songs, die auf die erste Prinzenplatte kamen. Und ich habe Gabi und Klaus aufgenommen, das Mikro stand im Schlafzimmer von Anselm Kluge vorm geöffneten Kleiderschrank, wo die Hemden hingen, weil da der Sound, der Schall gut geschluckt worden ist sozusagen. Und dann, als das knallte, als das auf einmal im Radio lief, hat die Plattenfirma gesagt, jetzt sofort ab ins Studio. Und dann sind wir ins Studio gegangen in Hamburg, ins Boogie Park Studio in Altona, in Ottensen, und kamen wirklich aus dem damals extrem dreckigen, dunklen Leipzig in das glänzende, wunderschöne, reiche Hamburg, ja. Und Annette hat sich damals einen Scherz immer draus gemacht, uns so ein bisschen vorzuführen auch. Sie hat so ihre Musiker, Kolleginnen und Kollegen eingeladen, irgendwelche Journalistinnen und Journalisten. Hallo Sky kam vorbei vom Stern und fand das spannend, dass eben jetzt hier die Ossis nach Hamburg kommen und da Musik aufnehmen. Und Annette hat gesagt, guck mal hier, die Ossis, die können singen und die können fließend sprechen und sind gar nicht so doof. Und dann kamen eben auf einmal wirklich Leute rein, dann Ulla Meinecke kam vorbei und hörte sich unsere Sachen an, und wir waren erstmal, wir haben gedacht, boah, ey, Ulla Meinecke, das ist die Frau, die hier die Tänzerin gesungen hat, die kommt vorbei. Dann kam eines Tages, steht ein Typ hinterm Tresen in dem Studio, sag, hey, du kennst sie doch irgendwo her. Ja, ich bin Rio. Annette hat gesagt, ich soll für euch kochen, ich koche euch heute Risotto. Hat uns Rio Reiser Risotto gekocht, und das war so normal. Und dann eines Tages, und deswegen komme ich zum Punkt, kam ein Mann rein ins Studio und sagte, Hallöchen, liebe Freunde, ich bin's. Und das war für uns natürlich als Fans unglaublich. Also, dass so ein Mann wie Udo Lindenberg sich für unsere Musik interessiert, uns auch übrigens sein Hamburg zeigt. Ja? Also das, was auch der Hammer war, wenn Lindenberg dir Hamburg zeigt, dann ist es ein anderes Hamburg als das, was in irgendwelchen Stadtführern steht. Ja? Dann kommst du in die finsteren Keller runter und in die Hinterzimmer der verruchtesten Läden. Könnte ich jetzt lange davon erzählen, würde jetzt echt den Rahmen sprengen. Ja? Udo hat dann irgendwann gesagt, ich nehme euch mit auf Tour, und dann, das war eben so eine ganz berühmte Tour. Die erste große Tour, die wir gemacht haben als Gäste von Udo Lindenberg, war 1992, und das war der absolute Hammer. Und das war für mich wirklich irgendwie, also Udo war damals extrem auf Alkohol. Ich habe viel im Buch da auch drüber geschrieben übrigens. Udo hat sogar ein Vorwort für das Buch geschrieben. Ich habe Udo damals, als ich die Sachen aufgeschrieben hatte, habe ich ihm das gemailt alles und gesagt, Mensch Udo, ist das okay, wenn ich das so schreibe? Ich habe es ja doch irgendwie ziemlich unverblümt geschrieben. Es scheint ja so gewesen zu sein. Ja. Und dann sagt er, sagt heute auch irgendwie, 90er Jahre, kann ich mich sowieso gar nicht mehr so genau dran erinnern. Und das Schöne ist ja, dass Udo irgendwann den Absprung geschafft hat und wirklich sein Leben geändert hat. Sonst würde er heute, genau wie Rio übrigens, er würde heute nicht mehr leben, ganz einfach. Seine Ärzte haben ihm damals gesagt, Lindenberg, wenn du nicht aufhörst zu saufen, wenn du nicht aufhörst zu rauchen, wenn du nicht anfängst irgendwie ein bisschen gesünder zu leben, dann wirst du bald das Zeitliche segnen. Und er hat
das getan, wie er selbst sagt, er ist wie Phönix aus der Flasche auferstanden und hat dann wirklich, hat wieder auch angefangen zu touren und große Touren zu machen. Und ich will jetzt ein Lied spielen, ich komme jetzt wirklich deswegen drauf, weil ich gerade dieses schönste Lied aus DDR gesungen habe. Dieses eine Lindenberg-Lied, das mich schon 1976, als es rauskam, da war ich 10 Jahre alt. Und ich weiß nicht, ob ich es damals schon gehört habe, aber vielleicht habe ich es dann eben mit 12 oder mit 13 Jahren gehört. Das hat mich damals elektrisiert. Das war ein Lied, das nannte sich Rock'n'Roll Arena in Jena. Und es ging darum, dass er sagt, ich würde gern bei euch im Osten mal singen, aber es ist eben sehr schwierig und da werden mir Steine in den Weg gelegt und so weiter und so fort. Und dieses Lied ist für mich ein ganz großes Lied. Und vor mittlerweile 6 Jahren, als Udo gerade total fit seine große Stadiontour geplant hatte, hat er mich angerufen und hat gesagt, ob ich nicht irgendwie zur Pressekonferenz in Leipzig, die der Auftakt für diese Stadiontour war, ob ich da nicht mit ihm zusammen, ob ich ihn, kennst du Rock'n'Roll Arena, kennst du doch, und du kannst doch Klavier spielen, willst du mich begleiten? Dann singe ich das da, und da war ich natürlich aufgeregt wie ein kleiner Junge und habe das dann gespielt, vor den waren 100 Journalisten da und hatte dann Flügel, wirklich einen Blütenflügel übrigens, hinorganisiert, weil er sagte, ja, kannst du vielleicht auch ein Klavier besorgen, so ganz nebenbei, ja, wo man dann eben auch sagt, ja, na klar, der Pate ruft, deswegen mache ich das, ja, und das ist wirklich so bei ihm. Und dann habe ich mich an einer Stelle doch irgendwie verspielt, ja, und war der total cool. Der hat dann wirklich irgendwie die Sache dann, na, hast du an einer Stelle mal kurz selbst komponiert. Und er hat aber das wirklich ganz cool weggesteckt. Und dieses Lied haben wir dann wirklich auch während der Tour und jetzt auch letztes Jahr wieder in Leipzig in der Arena wirklich gegeben, wo er dann mich ankündigt, wo er sagt, jetzt ein Freund aus den 90ern, den ich irgendwie, wir haben uns damals kennengelernt und wir sind immer noch gut miteinander verbandelt. Und dann durfte ich eben dieses Lied da spielen. Im Stadion zweimal hintereinander vor jeweils 50.000 Leuten, wo dir wirklich echt, da geht dir echt die Muffe. Und da sitzt du dann da und denkst, bitte verspiel dich das nicht. Und das Lied ist schon, übrigens beim letzten Mal, ja, hatte, also wenn ich das kurz ausführen darf, weil es ist ja ein Klavierabend, ja. Es gibt ja, das Lied geht harmonisch, also ich habe es bis jetzt immer so gespielt. Und das sagte Udo beim Soundcheck jetzt, sagte er jetzt, das war im letzten März oder April oder Mai, sagte er, also die Halle war leer in Leipzig, die Arena, aber die ganze Band war anwesend und die ganze Crew war anwesend. Und er sagte auf einmal, die dritte Harmonie ist falsch. Und da stehst du erstmal da und denkst, was ist denn jetzt? Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das immer so gespielt. Und dann kam noch Jean-Jacques Kravitz an der Keyboard und sagt, ich glaube, es ist vermindert an dieser Stelle eine andere Harmonie und du musst dann spielen lieber das. Und dann habe ich gesagt, oh Jean-Jacques, wenn du mir das jetzt irgendwie noch reindrückst, werde ich niemals hinkriegen. Und dann sagte Udo, dann lassen wir es heute Abend weg. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, nee, bitte nicht, das ist für mich so ein Highlight. Und mir danach zu ihm hin und habe gesagt, Udo, ich habe es echt immer so gespielt. Ich schwöre dir, ich höre mir das heute Nacht nochmal an, aber heute bitte nochmal so. Na okay, machen wir es heute nochmal so. Und dann haben wir es nochmal so gemacht und dann bin ich nachts nach Hause, dann habe echt gemerkt, der Typ hat recht gehabt. Und die Harmonie geht eben nicht so, sondern die Harmonie geht, ja, und das hört er eben und sagt dann, mach mal anders. Und ich mache es ab jetzt anders und jetzt spiele ich es richtig. Anderthalb Minuten, es ist in anderthalb Minuten deutsch-deutsche Musikgeschichte eigentlich dieses Lied. Es ist ein kurzes Ding, aber ein wunderschönes Lied. Rock'n'Roll Arena in Jena von meinem großen Lehrmeister Udo Lindenberg. Ich würde so gerne bei euch mal singen. Meine Freunde in der DDR. Ne Paniktournee, die wird's echt bringen. Ich träume oft davon, wie super das doch wär. Doch die Funktionäre sind noch unentschlossen. Diese westliche Müllkultur sei nichts für die Genossen. Wann sehen die Herren endlich mal klar und bauen die Rock'n'Roll-Arena in Jena? Versteht ihr, dass mich das damals echt gekickt hat? Also ich habe mit solchen Liedern wirklich angefangen, Klavier zu lernen. Und auch mit, was habe ich jetzt, also neulich habe ich gerade wieder gespielt. Nee, ein anderes, pass auf.
Kennt jeder, weil es jetzt wieder so eine schöne Renaissance hatte mit Clouseau zusammen. Getrennt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann hab ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Ja, ich war ständig da und das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben und überhaupt mit dir, das war so groß. Das kann man ja gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du irgendwo und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch noch mal aus und spiel so schön wie früher. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Volksmusik, Leute, das sind Volkslieder. Ich mache noch ein Udo-Lied, okay? Noch ein Lied von Lindenberg, weil für mich ist wirklich, er ist für mich wirklich ein ganz bedeutender Künstler. Und das Schöne ist, dass er diese Songs, die er in den 70ern geschrieben hat, irgendwann hat ihn die Muse verlassen. Und das mag an dem ganzen Wahnsinn gewesen sein, den er seinem Kopf und seinem Körper angetan hat. Als er wieder klar war, hat er wieder angefangen, geile Songs zu schreiben. Und er hat jetzt zwei Platten rausgebracht, einmal Stark wie zwei und dann Stärker als die Zeit. Er wird jetzt 74 Jahre alt, ja, und ist so fit, wie er noch nie war. Und er hat eben wieder Lieder im Gepäck, die mich so berühren, wie die Songs, die mich als kleiner Junge berührt haben. Und eins ist für mich so ein ganz, ganz großartiges, wirklich ein die Zeiten überdauerndes Lied. Er schreibt ja gern Lieder über Freundschaft, ja. Und Lieder über Freundschaft zu schreiben, ist für mich schon auch so ein bisschen die Königsdisziplin beim Songwriting, was Popsongs betrifft. Jeder schreibt gern über die Liebe und es ist auch schwer, einen richtig geilen Popsong zu schreiben. Und ein guter Popsong funktioniert natürlich dann am besten, wenn du gerade verliebt bist und wenn du denkst, oh ja, genau so ist es, ja. Und wenn du gerade nicht verliebt bist, denkst du, oh, was ist das für eine Schnulze, wir brauchen so eine Songs gar nicht. Aber ein Lied über Freundschaft funktioniert immer, ja. Und er hat einen Song, der heißt schlicht und einfach Das Leben und der Text und die Musik ist so schön, dass ich ja immer selbst ganz gerührt bin, wenn ich es spiele, Leute. Es ist wirklich so, ja. Hört euch das mal an. Wir waren zwei hammerkrasse Typen, zwei, wie es die nur einmal gab. Früher waren wir doch unsterblich, heute stehst du mit einem Bein im Grab. Die Welt da draußen macht dich fertig und du sagst, du hast genug. Ey Amigo, guck nach vorn und denk an unseren alten Spruch. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Denn alles, was du hast, ist dieses eine bloß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet man's so schwer. Wir sind doch keine Automaten.
Wir sind ein Wunder, du und ich. Lass die anderen weiter hetzen, weiter hetzen. Wir nicht, wir streunen locker durch die Gegend. Mal sehen, wohin es uns noch bringt. Und mit Whisky rauer Stimme. Ey, hör mal, was dein Freund dir singt. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Denn alles, was du hast, ist dieses eine bloß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet man's so schwer. Wo ist deine Power hin? Wo ist sie geblieben? Wo ist deine Power hin? Bis zum letzten Atemzug. Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Greif's dir mit beiden Händen, mach's wieder stark und groß. Nimm dir das Leben und gib's nie wieder her. Denn wenn man es mal braucht, dann findet man's so schwer. Ist das nicht schön? Hey. Danke, Leute. Vielen, vielen Dank. Wir machen noch zwei, drei Lieder und dann wurde mir gesagt, dass ich eine Pause machen soll, was ich natürlich gern mache. Also ihr sollt hier anständig Umsatz machen. Ja, weil natürlich auch so ein Laden läuft natürlich auch deswegen, weil hier eine Gastronomie ist und bitte betrinkt euch schön und esst was und... Aber wir machen noch zwei, drei, vier Lieder, würde ich sagen. Ja, wir haben viel Zeit. Also morgen ist Sonntag, ja, und da sind wir irgendwie entspannt. Also ich ja sowieso, ja. Also weil wir gerade bei Leuten sind, wegen denen ich Klavier lernte. Ich habe vorhin von Rio erzählt. Rio. Wie gesagt, er hat es nicht geschafft. Er war der klassische Künstler, der diese Kerze, die auf beiden Seiten brennt. Also ein auf der Überholspur schnell lebender Mensch, der eben irgendwann die Kurve nicht mehr gekriegt hat. Er ist, glaube ich, 1996 gestorben. Und er hat uns so viel schöne Musik hinterlassen. Und ich möchte jetzt ein Lied spielen, ein ziemlich unbekanntes von ihm, das aber, glaube ich, da gut reinpasst, weil es eben auch so ein Lied über Freundschaft ist. Und bei Rio Reiser höre ich immer dieses Suchen und dieses Rastlose und ich bin auf der Suche nach Liebe, ich bin auf der Suche nach Freundschaft, ich bin auf der Suche nach irgendeinem Halt in meinem Leben. Und da hat er ein Lied gemacht, das gibt es nur als ein Demo, das er an irgendeinem knarzigen Klavier aufgenommen hat. Nicht an so einem übrigens wirklich hammermäßig großartigen Instrument, Leute. Mal ganz nebenbei zu diesem Ding, weil ich habe vorhin mit Silja auch drüber gesprochen, ihr müsst euch das zunutze machen, dass ihr hier einen Sohn der Stadt habt. Ihr müsst das draußen groß dran schreiben. Überall auf der Welt ist Steinway irgendwie die Marke schlechthin. Hier müssten Denkmäler stehen, hier müsste an der Stadt draußen dran stehen, Steinway Stadt Wolfshagen. Finde ich wirklich, ohne Scheiß, ehrlich. Damit müsst ihr wuchern. Ja? Aber ich kam deswegen drauf, weil Rio das Ding, wie gesagt, an einem wirklich knarzigen, verstimmten Klavier eingespielt hat. Und diese Aufnahme gibt es auf einer Platte, die heißt Rio am Piano, glaube ich. Rio am Piano, genau. Gibt es eins und zwei, also zwei CDs bzw. Vinyls davon. Könnte man ruhig mal als Verbrauchertipp in die Runde werfen. Hört euch das mal an, weil da sind wirklich Aufnahmen dabei, die keiner kennt. Unter anderem eben dieses eine Demo, das er am Klavier eingesungen hat. Und das Lied heißt Sei mein Freund. Und das ist ein wunderschönes Lied. Mein Freund, sei mein Freund, sei mein Freund. Lieb mich, wie ich bin, wie ich bin, wie ich bin. Sag mir, warum du Angst hast.
Sag mir, warum du traurig bist, mein Freund. Sei mein Freund, sei mein Freund, mein Freund. Bleib hier, bleib bei mir, bleib hier, bleib bei mir. Geh fort, wenn du willst, aber komm zurück. Sag mir, wovor du Angst hast. Sag mir, wer hat dir wehgetan, mein Freund. Sei mein Freund, sei mein Freund, mein Freund. Was du willst, gib mir, was du willst. Nimm mich, wie ich dich, nimm mich, wie ich dich. Lass uns die Worte vergessen, lass sie mit dem welken Tag verwehen. Mein Freund, sei mein Freund, sei mein Freund, mein Freund. Mein Freund, mein Freund, sei mein Freund. Vio Reiser. Wenn du alleine auf dem Tandem sitzt, dann merkst du, dass dir was Wichtiges fehlt. Du kommst voran, doch du keuchst und schwitzt, weißt genau, dass nur eins wirklich zählt. Alles andere ist so vergänglich, es gibt nur eins, was bleibt. Wenn wir sie pflegen, hält unsere Freundschaft für die Ewigkeit. Wenn alles um uns rum zusammenkracht, braucht uns das nicht zu stören, weil wir zusammengehören, weil wir Freunde sind und uns ewige Treue schwören. Wir werden Freunde bleiben, du und ich, zu allen Zeiten bin ich für dich da, mein Freund, sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Wir werden Freunde bleiben, nichts kann uns auseinander treiben. Komm, sei für mich da, mein Freund, sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Blumen verblühen und es sterben Bäume, alles hat seine Zeit. Die Liebe geht und es platzen Träume, so viel kann geschehen, das ist alles nicht schön, aber unsere Freundschaft wird niemals untergehen. Wir werden Freunde bleiben, du und ich, zu allen Zeiten bin ich für dich da, mein Freund, sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Wir werden Freunde bleiben, nichts kann uns auseinander treiben. Komm, sei für mich da, mein Freund, sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Und wenn du dann mal Nein sagst, dann fange ich an zu zweifeln, dann fange ich an zu kämpfen und ich werde unbesiegbar sein. Nein, ich sag nicht Nein,
ich lass dich doch nicht allein. Mein Freund, wir werden Freunde bleiben. Zu allen Zeiten bin ich für dich da, mein Freund. Sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Wir werden Freunde bleiben. Nichts kann uns auseinander treiben. Komm, sei für mich da, mein Freund. Sag ja, mein Freund, wie ein Bruder. Das war sozusagen ein Freundschaftslied-Triptychon. Also Lindenberg, Reiser, ich. Man hätte es natürlich andersrum machen müssen, man muss ja steigern hinten raus. Aber beim nächsten Mal, Leute, beim nächsten Mal. Ich überlege gerade noch, ich kann jetzt mal noch ein ganz, ganz, wirklich ein richtig brandneues Lied spielen, das ich zusammen mit einem Freund aus Köln geschrieben habe, Ende Januar jetzt. Und das ist wirklich, ich habe es bis jetzt einmal live gespielt und hoffe, dass ich alles zusammenkriege. Es ist auch so ein Lied. Also wir haben uns vorgenommen, ein Lied zu schreiben, bei dem jeder sich angesprochen fühlen kann, dass sozusagen eine Bezugsperson hat, die geschlechtslos ist und dass man nicht weiß, ist das für einen Mann, ist das für eine Frau, ist das für deinen Vater, für deine Mutter, ist es für deinen Sohn, für deine Tochter. Ja, und ich selbst bin totaler Fan von, und natürlich merkt man immer erst nach einer Weile, ob ein Lied wirklich gut ist. Ich spiel's mal, ja. Ich find's geil, Leute. Ich würde mit dir sofort an jedem Ort Alpakas züchten. Ich hätte auch nichts dagegen, mit dir mein ganzes Leben einfach hier zu liegen und in Gedanken rumzufliegen. Ja, ich will mit dir so viel wie möglich Zeit verbringen. Von mir aus am Klavier, wirklich nur mit dir, in irgendeiner Kneipe will ich stundenlang für dich singen. Was auch immer wir machen's zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen. Du kannst immer auf mich zählen. Ich würde für dich sofort an jedem Ort durchs Feuer gehen. Gegen alle Gangster, Drachen und Gespenster will ich kämpfen und deine Ticks und Tricks verstehen. Ich seh mit dir auch gern ewig fern auf dem Sofa. Wir können auch mit nem Mofa einfach so mal losfahren bis nach Goslar und dann weiter quer durch Europa. Was auch immer wir machen's zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen. Du kannst immer auf mich zählen. Und wenn die Dämonen, die tief in dir wohnen, dich nicht verschonen, dann bin ich da. Und wenn dich die geilen Lachflashs ereilen, lass sie uns teilen. Das ist doch klar. Was auch immer wir machen's zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen. Was auch immer passiert, wir halten zusammen, du und ich, das hält ein Leben lang. Du kannst immer auf mich zählen, immer, immer auf mich zählen. Du kannst immer auf mich zählen, immer, immer. Du kannst immer auf mich zählen.
schön. Vielen Dank. Okay, ein Lied noch und dann machen wir eine Pause, ja? Wie lange die Pause dauert, hängt davon ab, wie schnell ihr esst und trinkt. Ja? Weil ich komme wieder dann, wenn ich gerufen werde. Silja, du sagst Bescheid. Ja? 30 Minuten sagst du gerade, okay. 30 Minuten Pause. Vorher noch ein Lied. Ja, ein Lied, bei dem es um große Dichter und große Denker geht. Ja? Neulich las ich Silke ein Gedicht von Rilke vor. Sie war ganz hin und weg. Es ging um Liebe und um Lust. Ich hatte nicht gewusst, was das auslöst. Und ich bekam einen Schreck. Sie fiel über mich her, das Lesen fiel mir schwer. Ich verrutschte in der Zeile und kam aus dem Takt. Rilke war vergessen, Silke war besessen. Und plötzlich war sie nackt. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Ich fragte Juliane, magst du Fontane? Sie sagte ja und ich zögerte nicht. Nach den ersten beiden Seiten fing sie an, sich zu entkleiden und all das zu tun, worüber man nicht spricht. Dann floh ich zu Susanne, ich dachte, Thomas Mann, da kann nichts passieren, doch das stimmte nicht ganz. Nach den ersten Schachtelsätzen spürte ich voller Entsetzen Susannes Dominanz. Schade, 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 leider haben manche Frauen keinen Dunst. Schade, 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 von großer Kunst. Schade, 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 leider haben manche Frauen kein Gespür. Schade, 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 für Poesie und Literatur. Ich bin so alleine, warum find ich keine, mit der ich meine kulturelle Leidenschaft teile? Ich bin so alleine, bin traurig und weine, denn scheinbar wollen doch alle nur das eine. Schade, 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 alle wollen immer nur rummachen. Schade, 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 das finde ich wirklich nicht zum Lachen. Schade, 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 immer nur küssen und Sex haben. Schade, 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 ich will mich lieber am Text laben. Schade, schade. Schade, 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 leider haben manche Frauen kein Gespür. Schade, 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 für Poesie und Literatur. Bis gleich, Leute. Vielen Dank. Für alle die, die an sich glauben, wir haben's geschafft,
Ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben. Die Welt ist bunt, die Welt ist schön, die Welt soll bitte nicht kaputt gehen. Die schönsten Träume werden wahr, wenn wir dran glauben, das ist sonderbar, aber wirklich wahr. Die Melodie und diese Harmonie für alle die, die an sich glauben. Wir haben's geschafft, ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben. Ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, wir kümmern uns am besten selber drum. Die Welt braucht uns, wir brauchen sie, wir passen auf sie auf und wir wissen wie. Mit unserer Melodie. Die Melodie und diese Harmonie für alle die, die an sich glauben. Wir haben's geschafft, ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben. Lass mal los, mach dich locker, entspann dich und klatsch in die Hände. Das ist der Trick, dann noch den Rhythmus finden, den guten Ton und alles miteinander verbinden. Das ist Musik, das ist unser Lied. Die Melodie und diese Harmonie für alle die, die an sich glauben. Wir haben's geschafft, ein Lied gibt uns die Kraft, uns unsere Träume zu erlauben. Das ist eine uralte Melodie, Leute. Kennt ihr die? Ja! Das ist ein alter Schlager, Leute, ja? Ein alter Schlager aus den 20er Jahren. Und eine Band, man kann ruhig sagen eine Band, es war eigentlich die erste deutsche Boygroup, die es jemals gegeben hat, in den 20er und 30er Jahren, die Comedian Harmonists. Die haben dieses Lied berühmt gemacht. Und ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat von Josef Filsmeier, der gerade gestorben ist, jetzt vor kurzem, ein großer Mann gewesen, der viele, viele große Filme gemacht hat. Aber dieser Film, Comedian Harmonists, den habe ich damals mir wirklich mehrfach gegeben. Ich bin mehrfach ins Kino gerannt, habe meine ganze Band mit ins Kino geschleppt und habe gesagt, guckt euch das mal an. Weil das wirklich ein Film ist, der erstens natürlich zeigt, was in einer Band alles so passieren kann mit dem ganzen Ego-Stress und mit dem ganzen Hassel, den man irgendwie untereinander hat. Aber eben auch, was politisch in politisch bewegten Zeiten passieren kann. Und in dem Film ist besonders gut rübergekommen, wie die Comedian Harmonists unter dieser damaligen Zeit gelitten haben. Die waren ja in den 20er Jahren wirklich eine extrem erfolgreiche Band, haben große Hallen gespielt und irgendwann, nachdem die Nazis die Macht ergriffen hatten, wurde gesagt, Schluss jetzt, in dieser Besetzung auf jeden Fall, weil Juden in Deutschland keine Musik mehr zu machen hatten, weil die Reichsmusikkammer das beschlossen hatte. Und ich überlege nur immer wieder, wenn ich in der damaligen Zeit gelebt hätte, was hätte ich gemacht, wenn mich so ein Schicksal ereilt hätte? Also wenn mir jemand sagen würde, du darfst keine Musik mehr machen, das wäre für mich die Höchststrafe schlechthin. Und wir wissen alle nicht, was wir damals gemacht hätten. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich versuche, mit Leuten heute drüber zu reden, die da eher anfällig sind. Und es gibt so ein paar Statistiken, dass heute, ich glaube, über 30% der Deutschen sind fest davon überzeugt, dass ihre Vorfahren damals im Widerstand waren.
was natürlich völliger Unsinn ist, ja, weil rein statistisch waren 0, irgendwas Prozent der Deutschen im Widerstand. Also die, wie, was ich vorhin schon sagte, Geschwister Scholl oder verschiedene Leute, die wirklich ganz klar gesagt haben, wir machen das nicht, wir hören damit auf. Und dieses Lied, irgendwo auf der Welt gibt es ein kleines bisschen Glück, dieser alte Schlager, der damals die Comedian Harmonists berühmt gemacht hat, ist eigentlich ein ganz schön kitschiges Ding, aber mit dem Hintergrund, wenn man weiß, was denen passiert ist, dass viele von denen das Verbot ereilt hat, dass sie nicht mehr Musik machen durften, da hört man diesen Text mit völlig anderen Ohren. Und es ist kein Kitsch mehr, es ist dann wirklich irgendwie für mich ein Lied, das schon auch mahnt, dass wir heute wach bleiben sollten. Ja? Wunderschönes Lied, geht so. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsste, wo das ist, ging ich in die Welt hinein, denn ich möchte einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Steinway! Ich werde jetzt mal ein bisschen in Richtung gehen, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich natürlich irgendwie so einen Abend auch nutzen möchte, ein paar Sachen zu erzählen, die mir wirklich auf der Seele brennen in diesen wilden, bewegten Zeiten. Was wir zurzeit erleben, ist schon beunruhigend, wie ich finde. Und ich glaube, es geht uns allen irgendwie so. Und ich will gar nicht immer sagen, wir gegen die, weil das wirklich sehr kontraproduktiv ist. Natürlich gibt es so ein paar klare rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Wenn irgendjemand den Holocaust leugnet, wenn irgendjemand Heil Hitler sagt, ist das ein Straftatbestand und es ist gut so, dass das so ist und dass diese Leute wirklich bestraft werden, weil das gar nicht geht, weil das eine Umschreibung der Geschichte wäre. Ich war in Dresden jetzt am 13. Februar, am Jahrestag der Bombardierung der Stadt. Ich war vor vielen Jahren regelmäßig am 13. Februar in Dresden. Wir haben versucht, mit verschiedenen Gruppen Nazis zu blockieren. Und zwar friedlich, was für mich immer ganz wichtig ist, dass wir friedlich bleiben, dass wir nicht versuchen, in irgendeiner Weise gewalttätig zu werden, weil jegliche Art von Gewalt die Idee extrem diskreditiert, die wir eigentlich haben, dass wir natürlich gegen Nazis sind, dass wir natürlich gegen Antisemiten sind, dass wir gegen Rassisten sind. Und dieses ganze Gegen ist zurzeit wieder so aktuell, wie wir uns das ja in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Ich sage ja immer lieber gern, wir sind für etwas. Wir sind für eine bunte Welt, wir sind für ein friedliches, ein freundliches, ein ja, auch für ein multikulturelles Miteinander. Und das sollten wir. Es ist ja eine Selbstverständlichkeit, das denke ich ja immer, ja. Und viele Leute, ich bleibe mal in den 20er Jahren. In den 20er Jahren, da gab es zwei Leute, große Weltstars, die übrigens ähnlich wie Herr Steinway nur ein bisschen später genau das gemacht haben, was er damals auch gemacht hat. Euer Bürgermeister hat es vorhin gesagt, dass er, als er nach Manhattan gegangen ist, als er nach New York gegangen ist, dass er genauso Ausländer war wie viele Leute, die heute hier bei uns Ausländer sind und die für uns, ja, die wir als fremd bezeichnen oder die wir eben als Eindringlinge bezeichnen. Leute, es ist total bescheuert, das zu tun, weil die Welt ist bunt, die Welt wächst zusammen. Und damals die beiden Leute, die dieses Lied geschrieben haben, das ich jetzt singen möchte, die haben 1933 ziemlich schnell verstanden, dass sie hier keinen Platz mehr haben, dass sie hier nicht einfach zugucken können und mitmachen können. Es gab viele, viele Leute, die das damals gemacht haben. Wir haben die fähigsten und die besten, kulturell oder auch wissenschaftlich gesehen, Leute rausgeekelt, rausgeschmissen. Angefangen von Albert Einstein über, was weiß ich, Marlene Dietrich, über die Comedian Harmonists teilweise oder eben auch über
Bert Brecht und Kurt Weill. Und die haben richtige, echte Hits geschrieben. Ich glaube, das Lied kennt jeder irgendwie. Ist wirklich ein Welthit geworden, obwohl es deutschsprachig ist. Schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Mackie Messer. Mackie Messer. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kai geht Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mackie, welches war dein Preis? Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Oh, Mackie Messer. Mackie Messer. Bert Brecht und Kurt Weill. Vielen Dank. Danke sehr. Ich merke gerade wieder, ich bin wieder in der C-Dur-Falle, ja, weil das nächste Lied ist auch wieder in C-Dur geschrieben, was der Qualität keinen Abbruch tut und was vor allem auch der Botschaft keinen Abbruch tut. Ich habe das Lied vor über 3 Jahren geschrieben und fürchte, dass es heute noch viel aktueller ist, als es damals war. Alles, was wir gerade merken, natürlich, es wurde angesprochen, Halle an der Saale. Also ich war am 9. Oktober letzten Jahres, an dem Tag, an dem wir in Leipzig 30 Jahre, 9. Oktober 1989 gefeiert haben, in Leipzig bei einem Festakt, Bundespräsident Steinmeier hat eine Rede gehalten im Gewandhaus, Kretschmer, unser Ministerpräsident, hat eine Rede gehalten, Burkhard Jung, unser Oberbürgermeister, hat eine Rede gehalten. Es waren ein Haufen alte und auch jung gebliebene ältere Bürgerrechtler von damals da. Es war wirklich ein Tag, wo wir alle gedacht haben, oh, ist das schön. Ist das schön, dass wir das heute feiern, 30 Jahre später. Und dann kamen wir raus aus dem Gewandhaus in Leipzig und die Hubschrauber schwebten über der Stadt, weil, und das sprach sich dann eben schnell rum, habt ihr mitgekriegt, was in Halle gerade passiert ist. Und wir sind alle, also der Tag war für uns versaut. Es war, wir konnten uns nicht mehr freuen, weil das, was da passiert ist, das... Mir fehlen da immer die Worte, darüber zu reden. Ich war einen Monat später, einen knappen Monat später, war ich in Berlin eingeladen ins Abgeordnetenhaus und habe dort durfte den offiziellen Festakt zu
30 Jahre Mauerfall begleiten. Also wirklich im Parlament von Berlin. Ja. Und das ganze Parlament war voll. Es war eine totale Protokollveranstaltung. Ich musste vorher genau sagen, welche Lieder ich singe, was ich eigentlich nie mache, weil ich immer sage, ich möchte mich bitte nicht in irgendeiner Weise einschränken, geschweige denn zensieren lassen. Und wollte eigentlich das Lied, was ich jetzt singen möchte, auch singen. Und da haben die gesagt, vom Abgeordnetenhaus, und ich meine das überhaupt nicht despektierlich jetzt, die haben gesagt, ne, Herr Krummigel, lass uns mal lieber sein. Und wir würden uns freuen, wenn Sie was anderes machen würden, weil wir wollen heute eben feiern, dass wir... dass vor 30 Jahren die Mauer gefallen ist. Ich habe das irgendwie verstanden und habe dann gehofft, dass darauf eingegangen wird, dass dieser 9. November eben nicht nur 1989 stattgefunden hat, sondern auch 1938. Und ich war, also meine Großmutter hat mir davon erzählt, wie sie als 19-jähriges Mädchen damals in Leipzig mit der Straßenbahn am Zoo vorbeigefahren ist und gemerkt hat, dass die Leute alle ganz bemüht in eine andere Richtung gucken und bitte nicht dahin gucken, wo gerade irgendwas passiert, was die Leute alle verstört hat. Dass nämlich ganz viele Menschen in das Flussbett der Parthe, die durch Leipzig fließt, getrieben worden sind und von dort aus zum Bahnhof und von dort aus eben deportiert worden sind. Ja? Die Synagogen brannten, jeder hat mitgekriegt, was da ablief. Und die, also meine Großmutter hat mir gesagt, da war ich vielleicht 15 Jahre alt, die sagt, ja, und ich stand in der Straßenbahn und ich habe auch weggeguckt. Ich habe auch da nicht hingeguckt. Und heute schäme ich mich so sehr dafür, dass ich das getan habe. Und wie gesagt, wir können darüber spekulieren, was wir damals gemacht haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, was wir heute tun. Es geht darum, dass wir uns heute klar bekennen. Ich weiß, dass ich mir jetzt gerade wiederhole. Nochmal kurz zum 9. November letzten Jahres. Als ich meinen letzten Song spielen durfte, habe ich mich bemüßigt gefühlt, einfach noch ein paar Takte zu diesem Thema zu sagen, weil in allen Reden, die gehalten worden sind, zuerst von Frau Bergmann-Pohl, der letzten Präsidentin der Volkskammer der DDR, danach vom Präsidenten des Abgeordnetenhauses und letzte Rede war die von Bürgermeister Müller, der wenigstens in einem Nebensatz darauf hingewiesen hat, dass es eben auch den 9. November 1938 gab. Und ich habe dann gerade eben auch mit dem Gedanken, was einen Monat vorher passiert war, bei uns gleich um die Ecke in Leipzig, ich habe dann gesagt, Leute, wir müssen das heute ansprechen, dass solche Sachen passieren und nicht nur das was damals war, sondern dass es eben heute wieder brennt, dass heute wieder Dinge passieren, die wir nicht einfach so schweigend hinnehmen können. Und es gab großen Applaus, als ich das gesagt hatte. Alle Fraktionen waren da, von Linke bis AfD, vollbesetzte Hütte, das ganze Parlament war voll. Und danach kommt Müller zu mir und sagt, hat sich bedankt, dass ich das gemacht habe, dass ich das nochmal gesagt habe. Und ich habe ihm auch gesagt, ich wollte ihn bitte nicht über den Mund fahren, aber mir war das zu wenig, dass das zu wenig an diesem Tag gesagt worden ist. Und er sagte dann, ich habe jetzt einen Termin in der Synagoge in Charlottenburg in Berlin und wenn Sie mitkommen wollen, kommen Sie doch mit. Und da hat er mich in seine Bonzenschleuder eingeladen, in sein dickes Auto, wir sind dahin gefahren. Und das war für mich eine klare Lehrstunde. Da habe ich wirklich mit einem Mal viele Sachen ganz praktisch verstanden, die ich vorher nur theoretisch verstanden hatte. Weil du hast gemerkt, wie diese Leute Angst haben. Es waren Holocaust-Überlebende da, es wurden Reden gehalten, der Oberrabbiner hat eine Rede gehalten und aus allen Worten tropfte irgendwie die Angst raus. Und danach sind wir raus vor die Synagoge, ich weiß nicht, wer die kennt, in Charlottenburg, die kleinere Synagoge von den beiden Synagogen in Berlin, wo draußen der große Davidstern dran steht. Es wurden den ganzen Tag Namen von 56.000 noch was Menschen verlesen, alles jüdische Berliner Menschen, die dem Holocaust zum Opfer gefallen worden sind. Das wurde irgendwann unterbrochen, dieses Vorlesen der Namen. Und dann fing der Rabbi an, sein Gebet zu singen, dieses hebräische Gebet, von dem ich kein Wort verstanden habe, aber ich stand dann da im Nieselregen und auf einmal kam in diesem ganzen, für mich, Kauderwelsch, und das ist bitte nicht böse gemeint, in dem, was ich nicht verstanden habe, diese hebräischen Worte, auf einmal sang der dann eben Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Buchenwald, und da hab ich da gestanden und da hat es mich ernsthaft übermannt und ich habe Rotz und Wasser gehört. Ich stand da irgendwie da und habe gedacht, du kannst doch jetzt hier nicht anfangen zu heulen. Doch, konnte ich und das war auch gut und richtig so. Ein Lied sagt, glaube ich, mehr als 1000 Worte und dieses Lied, wie gesagt, über 3 Jahre alt und extrem aktuell, Leute. Ich komme aus Sachsen und darum geht's.
Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Hier bei uns in Sachsen, so berichten die Ermittler. Die finstern Zeiten sind in Dunkeldeutschland lange her. Doch heut sagt hier so mancher wieder gern Heil Hitler. Wo sind eigentlich all die Nazi-Skins aus den 90ern hin? Was machen die heute? Was sind das für Leute? Ungefähr so alt wie ich. Die haben sicherlich, genau wie ich, damals Kinder gekriegt. Was machen die heute? Was sind das für Leute heute? Ich seh mich mal um. Mein rechter Platz, jetzt hör mal zu, es ist genug. Hier bei uns zu Hause halten wir den Laden sauber. Lass mal die Moschee im Dorf und lass das mit dem Hassen. Es ist doch nicht zu fassen. Ich glaub, ich muss dich rechts liegen lassen. Volksverräter, Lügenpresse, Deutschland peinlich Abendland, kleines Herz und große Fresse, Hand in Hand. Mein rechter Platz, der ist schon lange nicht mehr leer. Das wird erstmal so bleiben, es sind halt bewegte Zeiten. Besorgte, die nach unten treten, haben's bei mir schwer. Mit euch werd ich mich immer streiten. So wie ihr tickt, das kann ich nicht leiden. Nicht weinen, das lässt sich nicht vermeiden. Alles geht kaputt, alles geht schief. Mir doch egal, ich denke positiv. Denn positives Denken macht Spaß, macht Mut. Positives Denken find ich gut. Besser als Kummer, Trauer, Einsamkeit oder Jammern über Ungerechtigkeit. Das ist mir zu doof, das kann ich mir schenken. Ich muss doch nur denken. Positiv denken, das hilft eigentlich immer, es ist nie zu spät. Positiv denken, wenn du denkst, dass es nicht mehr weitergeht, dann solltest du positiv denken, das macht's jedenfalls nicht schlimmer. Es ist so schön, wenn du das kannst. Du sagst zu mir, manchmal ist das nicht leicht. Ich sag zu dir, probier es aus, vielleicht. Hast du ja Glück, wenn nicht, versuch's nochmal. Denk an was Schönes, alles andere ist egal. Irgendwann kannst du's, dann kann's auch passieren, dass du's wieder verlernst, lass dich nicht irritieren. Ich will hier nicht moralisch sein, erst recht nicht vermessen. Doch positives Denken darfst du echt nicht vergessen. Genau wie das Atmen, das Schlafen, das Essen. Darfst du echt nicht vergessen. Positiv denken, das hilft eigentlich immer. Es ist nie zu spät. Positiv denken, wenn du denkst, dass es nicht mehr weitergeht, dann solltest du positiv denken. Es macht's jedenfalls nicht schlimmer. Es ist so schön, wenn du das kannst. Es ist so schön, wenn du das kannst.
so schön, wenn du das kannst. Positiv denken. Es fällt mir schwer, zurzeit positiv zu denken. Und ich bin eigentlich wirklich ein notorischer Positivdenker und denke manchmal, oh nee, was ist denn jetzt hier wieder, was ist denn hier passiert? Ich habe zum Beispiel wirklich lange versucht, in Dresden die Pegida-Leute in irgendeiner Weise zu verstehen. Ich habe lange versucht, wirklich zu sagen, hey, besorgte Bürger, und ja, ihr macht euch Gedanken. Und es ist ja wirklich auch so, man kann nicht einfach die haben vielleicht wirklich Angst vor irgendwas. Die haben vielleicht wirklich Angst vor Überfremdung und haben Angst vor eben irgendwelchen Dingen, die sie selbst gar nicht so richtig fassen können, und suchen nach irgendeinem Sündenbock und treten dann aber eben nach unten. Und ich habe spätestens dann, ich war bei einigen Pegida-Demos dabei auf der Gegenseite, und ich habe mir einige Pegida-Demos angeguckt im Netz, im Stream, und habe dann wirklich Reden gehört, also erstmal von Gerd Wilders, der da war, dann von Akif Pirinci, logischerweise Lutz Bachmann, die ganzen Leute, die da wirklich finsterste Sachen erzählen. Erst letzten Montag war Höcke in Dresden dabei. Und ich weiß noch, dass ich bei einer Sache völlig steil gegangen bin, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt ist für mich jegliche Art des Verständnisses vorbei. Und man muss genau wissen, wenn man da mitmarschiert, mit wem man sich da gemein macht und was man da wirklich unterstützt. Ja. Es ging um Seenotrettung. Ich versuche, Seenotrettung zu unterstützen. Ich kenne den Klaus-Peter Reisch ziemlich gut, den Mission Lifeline-Captain, der in Malta vor Gericht stand, weil er eben Leute aus dem Wasser gezogen hat und weil er Menschen das Leben gerettet hat und mit denen dann in Italien oder in Malta eben an Land gegangen ist. Und als bei dieser Pegida-Demo die Sprache auf die Seenotrettung kam, ging die Sprechchöre los, absaufen, absaufen. Und da habe ich echt gedacht, Leute, ey, das ist das Allerletzte. Und wenn ihr euch da einreiht, dann habt ihr alles verloren, was in irgendeiner Weise Respekt oder irgendwas betrifft. Ich versuche da... Es ist sehr schwer, ja? Es ist wirklich sehr schwer, einerseits auf die Leute zuzugehen und wie gesagt, nicht Fronten aufzubauen und nicht irgendwie zu sagen, ihr da und wir hier und ihr seid die Doofen und wir sind die Schlauen. Es ist auch eine Art Kulturkampf, wo wir aufpassen müssen, dass wir als die vermeintlich Intellektuellen oder die das eben anders reflektieren oder besser reflektieren, dass wir die andere Seite abtun, dass wir eben irgendwie sagen, wir sind was Besseres als ihr und wir denken alle viel besser als ihr. Man muss natürlich wirklich versuchen, Leute zu verstehen, und ich bin auch völlig dagegen, alle Leute, die diese Partei wählen, irgendwie eben in die Nazi-Ecke zu stellen. Ja? Aber man muss eben auch wissen, Höcke ist ein Nazi, Höcke ist ein Faschist, er darf so genannt werden, er muss so genannt werden sogar. Und wie gesagt, ich komme mir fast ein bisschen doof vor, ich will mir hier keinen Applaus abholen dafür. Wirklich, ich freue mich, und natürlich ist es immer so, wenn wir hier zusammen sind, Leute hatten vorher Angst, ja, hast du nicht irgendwie Schiss, dass Leute manchmal in deine Konzerte kommen, du positionierst dich so klar und dass dich irgendwie jemand, dass dir jemand was antut oder so. Ich versuche, all diese Kommentare, die ich lese auf meiner Website oder auf Facebook oder wie auch immer, oder wenn ich irgendein Interview gegeben habe, in dem ich mich politisch geäußert habe, ich lese diese Kommentare nicht mehr, ich lese diese Mails auch nicht mehr. Ich halte das für mich persönlich nicht deswegen, weil ich was gegen Kritik habe. Ich bin total dankbar für konstruktive Kritik, wenn mir irgendjemand sagt, ey, da hast du dich echt vergaloppiert oder hier an der Stelle, nee, und ist nicht so ganz cool, was du da gesagt hast. Das verstehe ich alles, das möchte ich sogar gern, dass mir das Leute sagen. Aber wenn mich Leute beschimpfen, wenn eine Mail losgeht mit irgendwie, du linksgrün versiffte Ratte, dann zack, wird sofort der Lösch-mich-Button gedrückt. Und dann, ich bezeichne das für mich persönlich als emotionale Hygiene, weil ich will das gar nicht an mich ranlassen. Ja? Ich will meine Meinung sagen, ich will immer wieder meine Meinung sagen zu Dingen, die mir wichtig sind. Und das geht natürlich am besten mit Musik. Und ich spiele jetzt mal ein Lied, das auch schon wieder 3 Jahre alt ist. Geht eigentlich im weitesten Sinne um Seenotrettung, auch wenn es eigentlich um meine Lieblingsstadt Leipzig geht. Mensch hat Lust auf Ärger, kein Mensch ist illegal. Mal so von Mensch zu Mensch, wir sind doch international.
Als kleiner Junge stand ich vor dem Globus und ich staunte, große weite Welt, da will ich überall hin. New York, Rio und natürlich Tokio oder irgendwohin in die große weite Welt, wo ich zu Hause bin. Und überall will ich willkommen sein. Kein Mensch hat Lust auf Ärger, kein Mensch ist illegal. Mal so von Mensch zu Mensch, wir sind doch international. Ich war unterwegs, hab sie mir angesehen, wunderschön, große weite Welt, weit weg und doch so nah. New York City und natürlich Tokio, in Rio war ich leider bis jetzt noch nicht, das mache ich auch noch klar. Ich weiß genau, ich werd willkommen sein. Kein Mensch hat Lust auf Ärger, kein Mensch ist illegal. Mal so von Mensch zu Mensch, wir sind doch international. Komm vorbei, komm, ich zeig dir meine Stadt. Sei mein Gast, ich lad dich ein. Komm ruhig rein, mach's dir bequem. Es ist zwar nicht so wie in New York, Rio oder Tokio, doch ich freu mich so, dich hier zu sehen. Kein Mensch hat Lust auf Ärger, kein Mensch ist illegal. Schöne Grüße aus Wolfshagen, wir sind hier international. Ja. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Es fällt mir schwer, nicht immer was zwischendurch zu sagen. Ich weiß, es ist ein Konzert und keine Demonstration. Ich möchte ein Lied jetzt singen, weil natürlich ist es alles sehr schwierig. Natürlich hat sich die Welt verändert. Natürlich werden wir mit Dingen konfrontiert, die wir nicht gewohnt sind, die wir nicht gewohnt waren. Natürlich ist vieles neu. Und das Schräge ist ja, dass gerade, also wenn wir haben seit Jahren, seit vielen, vielen Jahren immer wieder in den Nachrichten gehört von irgendwelchen terroristischen Anschlägen, die eben stattfanden irgendwo in Kabul oder irgendwo in Bagdad oder irgendwo ganz weit weg, wo wir gesagt haben, oh ja, die Welt ist schon ganz schön finster und es ist schon ganz schön bitter und ganz schön böse, aber es ist ja eben alles ganz weit weg. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben dann, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe weggesappt, ich wollte es eigentlich gar nicht mehr hören und habe irgendwie dann gedacht, wir wissen, dass die Welt schlecht ist. Und das ist ein Scheißsatz, Leute, die Welt ist nicht schlecht, ich weiß es, die Welt ist nicht schlecht. Die Welt ist eigentlich gut und es gibt trotzdem ein paar Wahnsinnige, die durch die Gegend laufen und die eben irgendwelchen Wahnsinn anstellen, was eben irgendwann auch zu uns kam. Und ich meine jetzt nicht Hameln, natürlich meine ich auch Hameln, aber das Lied ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, 3 Jahre alt. Ich habe es geschrieben, nachdem ich dieses Fußballspiel Frankreich gegen Deutschland gesehen habe, der Abend der Anschläge von Paris, der Abend der Anschläge vom Bataclan, von einem Club, in dem Musik stattfand, in dem Leute wie wir heute Abend zusammengekommen sind, um Musik zu hören. Auf einmal kommen da ein paar Terroristen rein und fangen an, in die Menge zu ballern und töten. Ich weiß nicht, wie viele Leute, über 100 Menschen sind, glaube ich, in dieser Nacht in Paris ermordet worden. Und ich habe gedacht, Mensch, wie kann man darauf reagieren, was kann man machen? Und natürlich ist meine Waffe, in großen Anführungsstrichen, am Ende die Musik und die Songs, die ich schreibe. Und ich versuche immer zu reflektieren, was um mich herum abgeht. Und ich habe versucht, ein positives Lied zu schreiben oder ein optimistisches Lied zu schreiben. Und ja, und das klingt so. Weil die Welt aus den Fugen scheint, haben wir Angst und sind irritiert. Weil so viel um uns rum passiert, dass die ganze Zeit der Himmel weint.
Jeden Tag kriegen wir einen Schreck, weil es überall knallt und kracht. Und das ist gar nicht mehr so weit weg. Deshalb haben wir uns gedacht, diese Welt ist unbezahlbar, einzigartig Einzelstück. Ohne sie kann keiner leben, deshalb wünschen wir viel Glück. Diese Welt ist unbezahlbar und es wäre nicht im Sinne des Erfinders, wenn sie demnächst tragisch vor die Hunde ginge. Wenn wir wollen, kriegen wir das hin, mit viel Liebe und ohne Hass. Ja, natürlich, wir schaffen das, das sagt sogar die Kanzlerin. Ganz im Ernst, wenn du mich jetzt fragst, ob das geht, ob es möglich ist, dann weiß ich, ich bin Optimist. Und ich möchte, dass du zu mir sagst, diese Welt ist unbezahlbar und wir haben den Verdacht, dass sie, wenn wir uns nicht kümmern, bald erschöpft zusammenkracht. Diese Welt ist unbezahlbar, wär sie weg, mein Gott, wir hätten keinen Grund mehr, uns zu lieben. Also lass sie uns lieber retten. Vielen Dank. Ich überlege jetzt gerade, wie ich die Kurve kriege, noch ein bisschen was zu singen, weil ich habe, wie gesagt, kein festes Programm. Ich habe einen Haufen Lieder, die hier durch die Gegend fliegen und ich mache jetzt einfach mal einen völligen Break und mache mal ein neues Lied. Ein neues Lied, das letztes Jahr irgendwann entstand. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Liebeslieder ist immer so eine, ist umstritten. Man weiß nicht so genau, wann sie eben passen und wann nicht. Ich traue mich, ich versuche trotzdem immer wieder Liebeslieder zu schreiben und ich weiß nicht, ob es kitschig ist oder nicht. Ich spiele es einfach mal, ja. Alles begann, als wir beide ganz alleine waren. Alles fing an, deine kleine Hand nahm meinen Arm. Alles begann mit einer Freude und mit einer scheuen Lust. Alles fing an und wir beide haben's von Anfang an gewusst. Vielleicht ist es ja Liebe, glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja alles, was du willst und alles, wovon ich nie genug kriegen kann. Glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja Liebe, wahre Liebe. Geschehen. Was ist der Grund, warum das Feuer nicht mehr brennt? Wir wollen doch verstehen, warum uns nicht mehr verbindet, als uns trennt. Es war so vertraut, jetzt ist es kaputt, weil wir es nicht verstanden haben. Wir haben's versaut, weil uns das Beste, was es gibt, abhanden kam. Vielleicht ist es ja Liebe, glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja alles, was du willst und alles, wovon ich nie genug kriegen kann. Glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja Liebe, wahre Liebe. Mit jeder Lüge verliert die Liebe ihre Unschuld und ist nichts mehr wert. Deswegen keine Spielchen und kein Kalkül. Denn was ich will, das ist ein ehrliches Gefühl.
vielleicht ist es ja Liebe, glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja alles, was du willst und alles, wovon ich nie genug kriegen kann. Glaub doch einfach dran. Vielleicht ist es ja Liebe, wahre Liebe. Vielleicht ist es ja Liebe, wahre Liebe. Vielleicht ist es ja Liebe, wahre Liebe. Vielleicht ist es ja Liebe. Dankeschön, Dankeschön. Ist ja wie früher, Leute. Hohe Frauenstimmen, das ist geil. Ey, macht man gleich noch weiter. Soll ich mal ein richtig kitschiges Liebeslied spielen? Also, kurze Geschichte dazu, ja? Ich habe einen Cousin, der wohnt in Treuen im Vogtland, ja? Und der, ich kenne, wie gesagt, seit unserer Kindheit, wir haben ganz, ganz viel zusammen, wir haben gute Zeiten gehabt zusammen. Wir haben alle unsere Familien gegründet und irgendwann rief er mich an und sagte: Sebastian, du musst mir helfen, meine Frau will sich von mir trennen. Also die hatten Kinder und irgendwie eine richtig gute Familie, heile Welt. Meine Frau will sich trennen, ich habe jetzt hier einen Text gemacht und will sie damit zurückholen. Du hast so ein kleines Studio, lass uns mal das Lied aufnehmen. Haben wir gemacht. Aus diesem Lied ist das Lied geworden, Ich schenke dir die Welt. Das singen wir den Prinzen nach wie vor. Übrigens, ganz nebenbei, Prinzen, ich weiß, einige erwarten, dass ich Prinzen-Songs spiele. Ich halte das ein bisschen für unanständig, weil die Prinzen sind nach wie vor eine Band, die sich beste Gesundheit erfreut und wir sind viel unterwegs und wenn ihr die Prinzen hören wollt, kommt doch einfach bei den Prinzen vorbei. Geile Band, Leute. Hört euch das an, zieht euch das rein. Wie gesagt, dieses Lied, Ich schenke dir die Welt, entstand damals. Wir haben das aufgenommen bei mir zu Hause. Er hat auf das Playback gesungen, hat es seiner Frau geschenkt. Sie hat ihn trotzdem verlassen. Voll nach hinten losgegangen, hat nicht funktioniert. Wirklich ganz tragisch, ja. Vor viereinhalb, fünf Jahren rief er mich wieder an mit neuer Freundin und irgendwie neues Glück und sagte, ja, meine Freundin hat Geburtstag, ich habe hier einen Text geschrieben, würdest du das? Ich sage, Albrecht, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Du weißt, wie sowas enden kann. Wir haben es getan und dieses Lied, wie gesagt, es ist ein bisschen kitschig, aber wenn man die Geschichte kennt, die dahinter ist, ist es eben wieder nicht mehr kitschig. Und das geht so. C-Dur übrigens. Für einen Blick von dir spring ich durch Dornenhecken. Für deine Küsse jag ich Drachen in die Flucht, um dir ganz nah zu sein. Brech ich Mauern mit Trompeten für deine Liebe. Verzichte ich auf alles, auf Königreich und Pferd. Einen Blick für einen Blick, einen kleinen Augenblick. Für einen Blick, einen kleinen Augenblick. Die Welt in falsche Hände gegeben. Das Meer so wie im Rausch durchquert. An Klippen gelandet, böse gestrandet, das war fast das Ende. Zerstört und zerschunden hast du mich gefunden, rettende Hände. Du hast nie nach Ruhm und Geld gefragt und nie danach, was mein Gewissen plagt. Endlich hatte wieder alles einen Sinn. Du hast mir gezeigt, wo ich zu Hause bin. Für einen Blick von dir spring ich durch Dornenhecken. Für deine Küsse jag ich Drachen in die Flucht, um dir ganz nah zu sein. Brech ich Mauern mit Trompeten für deine Liebe. Verzichte ich auf alles, auf Königreich und Pferd.
hab mein Leben nochmal begonnen, mit dir das Lieben ganz neu gelernt, habe Kraft und Mut und Glück gefunden, davon war ich so weit entfernt. Ballast über Bord geworfen, der mir vorher so wertvoll schien, und ich hab meinen Kompass neu justiert, hab durch dich andere Sachen ausprobiert, eine Welt, die mir vorher unbekannt, ein rettendes Ufer aus rauer See, steigt neues Land. Für einen Blick, einen Blick, einen Blick, einen kleinen Augenblick, für einen Blick, einen kleinen Augenblick, für einen Blick von dir spring ich durch Dornenhecken, für deine Küsse jag ich Drachen in die Flucht, um dir ganz nah zu sein, brech ich Mauern mit Trompeten, für deine Liebe verzicht ich auf alles, auf Königreich und Pferd, denn das ist sowieso alles nichts wert gegen die Wärme, die ich so sehr brauch, und all deine süßen Geheimnisse auch. Dafür tu ich alles, alles, alles. Für einen Blick von dir. Schnulz oder nicht, man weiß es nicht so genau. Das sollte ein besonders schöner Tag werden und eine unvergessliche Nacht. Ich hatte einen Tisch bestellt in unserer Lieblingskneipe und Rosen mitgebracht. Du hast mich warten lassen, bist zu spät gekommen, warst betrunken und bist auf die Idee gekommen, immer mehr zu trinken, was für ein schräger Abend an einem wunderlichen Tag. Es war der Valentinstag. Es war der Valentinstag. Am Valentinstag hast du mir gesagt, dass du mich nicht mehr liebst. Ich wollte dich grad küssen, davon wolltest du nichts wissen. Am Valentinstag hast du mir gesagt, mach's gut, ich muss jetzt gehen. Ich war total verwirrt und dachte, nein, das muss ein Irrtum sein. Am Valentinstag, am Tag der Verliebten, was war geschehen? Was war bloß geschehen? Du sagtest, komm einmal noch, dann werd ich immer an dich denken, immer an diesen Tag. Ich hab nochmal nachgefragt, was hast du grad gesagt? Du hast gelächelt, so wie ich es mag. Später im Taxi auf dem Weg nach Hause sagtest du, stopp, ich brauch ne Pause. Ich sagte, ich auch, und ich bin ausgestiegen. Ich bin gegangen und du bist geblieben. Das war am Valentinstag. Das war am Valentinstag. Am Valentinstag hab ich dir gesagt, wenn du mich nicht mehr liebst, dann will ich dich nicht küssen, davon will ich nichts mehr wissen. Am Valentinstag hab ich dir gesagt, mach's gut, ich muss jetzt gehen. Wenn du mich nicht mehr liebst, auf Wiedersehen. Am Valentinstag, am Tag der Verliebten, was war geschehen, was war bloß geschehen? Der Tag der Verliebten ist eh nur eine Erfindung der Blumenhändler und Süßwarenfabrikanten, voll der Kommerz aus Amerika.
genauso wie Halloween oder Santa Claus, Hollywood und Hamburger. Und Donald Trump. Ich gucke jetzt nochmal auf meinen schlauen Zettel, auf meinen modernen schlauen Zettel und versuche, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Wir haben noch viel Zeit, oder? Es ist 10 vor 10. Also, es soll noch eine Aftershow-Party geben, habe ich gehört. Zwischen 0 und 4 Uhr, wurde mir gesagt. Ja, mal gucken, mal gucken. Passt mal auf, wir machen mal Folgendes. Wir werden jetzt mal einfach langsam auf die Zielgerade einschwenken. Und ich werde mal jetzt noch ein Lied singen von einer befreundeten Leipziger Band. Eine Band, die vor uns angefangen haben. Also, wir haben die Band gegründet 1987, also die Vorgängerband der Prinzen. Und die haben wirklich schon 1985 die Band gegründet. Diese Band nannte sich am Anfang Zucht, zu Ostzeiten, zu DDR-Zeiten. Da hat dann irgendwie das Komitee für Unterhaltungskunst, blablabla, hat gesagt, nee, den Namen Zucht geht nicht, machen wir nicht. Sie haben sich umbenannt in Die Art. Und Die Art ist nach wie vor eine Band, die gut unterwegs sind, die, ich gehe viel zu Konzerten von denen und merkt euch das mal, guckt mal im Netz nach, die haben teilweise auf Englisch gesungen, teilweise auf Deutsch, sie hießen zu DDR-Zeiten, waren eine der sogenannten anderen Bands, die eben keinen Pop gemacht haben, sondern die in irgendeiner Weise ein bisschen unterm Radar geflogen sind und die aber trotzdem eine treue Fangemeinde hatten. Und die haben irgendwann vor, oh, wie lange ist es jetzt schon wieder her, 8 Jahre, 9 Jahre, haben die, weiß ich nicht, vielleicht sogar irgendwie 25 Jahre oder irgendwas gefeiert. Und da rief mich Makarios, der Sänger, an und fragte, willst du uns nicht ein Ständchen bringen? Willst du nicht zu unserem Konzert irgendwie ein Lied am Klavier darbieten? Und ich habe zuerst gedacht, das geht eigentlich gar nicht, weil das ist wirklich eine Rockband, Bass, Gitarre, Schlagzeug, Gesang und da geht es echt zur Sache. Aber man kann aus jeder Musik jede Musik machen. Und ich bin ja sowieso ein Wanderer zwischen allen möglichen Welten. Ich komme eigentlich aus der Klassik, also in meiner Kindheit, habe dann viel 60s gehört, habe wie gesagt auch 20er Jahre Schlagerzeug gehört, höre heute viel Hip-Hop, höre ganz unterschiedliche Musik und merke immer wieder, dass es wirklich am Ende geht es darum, was erzählt wird und natürlich, ob das derjenige mit Überzeugung erzählt oder ob er eine Rolle spielt. Und Rollenspiel, bei Musik mag ich das gar nicht. War auch zweideutig übrigens. Okay, ein Lied, bei dem es um die Liebe geht, um eine unerwiderte Liebe, das Schiff von Die Art. Wellen schlagen an die Mole, Mädchen steht allein und winkt, am Horizont ein weißes Segel, bald schon ihrem Blick entrinnt. Sie wird warten, sie wird hoffen, hoffen auf ihr Liebesglück. Sie wird warten, sie wird hoffen, doch er kommt nie mehr zurück. Finger ist ein Ring geblieben, damit sie immer an ihn denkt. Sein Name ist auf ihren Lippen, ein Bild hat er ihr auch geschenkt. Sie wird warten, sie wird hoffen, hoffen auf ihr Liebesglück. Sie wird warten, sie wird hoffen, doch er kommt nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Thank you.
Irgendwo treibt ein Matrose, irgendwo im weiten Meer. Niemand hat nach ihm gesucht und das Schiff gibt's auch nicht mehr. Sie wird warten, sie wird hoffen, hoffen auf ihr Liebesglück. Sie wird warten, sie wird hoffen, doch er kommt nie mehr zurück, nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Und ein Schiff geht auf die Reise, kommt nie mehr zurück. Die Art, die Art. Es ist echt eine Lust, an diesem Instrument zu spielen, um es nochmal zu sagen. Ja? Jetzt vielleicht wirklich mal ein Lied, und ich glaube, es ist eine gute Idee, jetzt dahin zu kommen. Ein Lied, das einst geschrieben wurde für einen Steinway & Sons Flügel mit 88 schwarzen und weißen Tasten, eine Singstimme und sprechendes Publikum. Ah, ihr habt richtig Lust, merke ich gerade, ja. Pass auf, es ist ganz einfach. Es ist ein Lied, bei diesem Lied geht es darum, dass wir, ob wir wollen oder nicht, alle immer älter werden. Es geht um den demografischen Wandel, ja. Und da können wir machen, was wir wollen, wir sind dabei. Und dieses Lied heißt Rentnerrepublik, ja. Und immer wenn das Wort Rentnerrepublik ertönt, möchte ich von euch ein lautes, beherztes Oh Gott hören. Und kein langweiliges, sondern richtiges, entsetztes, lautes Oh Gott! Okay? Einmal kurz testen. Ba, 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 da, ba. Rentnerrepublik. Oh Gott! So muss das sein, Leute, geil! Ba, 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 da, ba. Ba, 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 ba. Wir werden alle, alle immer, immer älter in der Rentnerrepublik. Oh Gott! Ich glaube, diese Vorstellung gefällt mir manchmal nicht. Wir werden alle, alle immer, immer älter in der Rentnerrepublik. Oh Gott! Hammer, Hammer, Hammer! Nur Rentner hier. Nur Rentner hier, ja. Ich bin dabei, denn ich gehöre bald dazu. Rentnerrepublik. Ging das so? Warte mal. Demente Menschen, und es werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Sie sabbern rum, sie reden wirr, sie gehen am Stock, sie haben's so schwer. Oh yeah. In der Rentnerrepublik. Rentnerrepublik. Oh Gott. Rentnerrepublik. Na, 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 na. Rentnerrepublik. Oh Gott. Wir sitzen alle in einem Boot. Rentnerrepublik. Oh Gott. Und wenn der Rentner kentert Seenot, Rentnerrepublik. SOS, SOS, wird ein Wunder geschehen. Rentnerrepublik. SOS ist doch gar kein Problem. Ba, 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 da, ba, in der Rentnerrepublik. Ba, 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 da, ba. Ba, 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 ba,
Wir werden alle, alle immer, immer älter in der Rentnerrepublik. Der moderne Rentner tanzt und dann fällt er angenehm auf. Wir werden alle, alle irgendwann dazugehören zur Rentnerrepublik. Zu alt, um jung zu sterben. Wir werden ganz normale, durchgeknallte Alte. Und wir wollen doch nur spielen in der Rentnerrepublik. In der Rentnerrepublik. In der Rentnerrepublik. Wir machen jetzt mal ein Lied. Wir machen jetzt mal ein Lied. Das wurde für ein Baujahr 1907 Steinway Flügel geschrieben. Für eine Singstimme und für singendes Publikum. Ja, das ist die ganz hohe Schule. Und das ist natürlich jetzt. Ich habe übrigens vorhin gehört, ja, also vorhin meine Freundin aus der Küche, ja, die ich habe gefragt, und ist Umsatz einigermaßen okay? Naja, ehrlich gesagt, es geht so, weil die Leute wissen ja, danach ist Aftershow-Party und da gibt es umsonst. Also mal ganz ehrlich, ja, wenn ihr so einen Laden wie den hier am Laufen halten wollt, ja, müsst ihr auch Umsatz machen, ganz ehrlich. Ja. Soll jetzt keine Zurechtweisung sein, aber ganz einfach. Also ich komme deswegen drauf, weil das nächste Lied ein Sauflied ist. Ja, ein Lied, bei dem es wirklich um Alkoholmissbrauch geht. Es ist übrigens auf einer Prinzenplatte irgendwie, es ist auf so einer Deluxe Edition einer Prinzenplatte, Die Neuen Männer, war die Platte damals 2008, glaube ich, erschienen. Und da ist dieses Lied drauf. Und das, genau, geht folgendermaßen. Oh, ey, oh. Oh, ey, oh. Oh, ey, oh. Und das genau ist euer Part, ja? Dieses Oh, ey, oh. Kann jeder, Leute. Es soll Leute geben, die sagen, ich kann nicht singen. Ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Ich glaube, dass das ein ganz einfacher Psychoschalter im Kopf ist, den man umwenden muss. Und das ist ja für mich immer das Phänomen in Fußballstadien, ja? Man hört ja irgendwie. Oh, 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 da singen irgendwie 30, 40, 50.000 Leute, so wie heute auf Schalke übrigens. Und ja, ich weiß, wenn man von RB Leipzig anfängt zu sprechen, hat man nicht nur Freunde in der Republik. Ich bin ein großer, großer, großer Fan von dem, was da passiert. Und man kann jetzt wieder sagen, ach du, der du eigentlich immer so kritisch bist und so ein Kommerzclub und was auch immer. Hey, was dieser Verein in Leipzig für uns bedeutet, ja, und für die ganze Region, ist echt der Hammer. Und ich freue mich, dass wir gerade oben mitspielen, dass wir auch die Meisterschaft wieder ein bisschen spannender machen. Wir haben heute 5-0, Schalke 05, heißen die 05? Nein. Hey Leute, keine Häme, ja, wirklich keine Häme. Ich will, ja, aber es gehört natürlich auch ein bisschen dazu, ja. Aber ich komme ja deswegen drauf, weil im Fußballstadion die Leute alle immer singen, dann hörst du wirklich eine Melodie, ja. Und das finde ich faszinierend und das funktioniert hier auf jeden Fall auch, weil dieses Oh, ey, oh, lasst mal hören. Oh, ey, oh. Wunderbar, das ist großartig, das ist ganz großartig. Und dieses OEO kommt aber in diesem Sauflied nach den vier magischen Worten. Ja? Die vier magischen Worte sind nüchtern, schüchtern, betrunken und Pegel. Ja? Alles Worte, die was mit Alkoholtrinken zu tun haben, ja? Außer schüchtern vielleicht, aber doch, naja, doch irgendwie schon. Und nach diesen Worten kommt euer OEO, ja? Und sonst nicht. Außer im Intro, das wir jetzt noch mal kurz zusammen singen wollen. Ja? Danach aber wirklich nur noch den vier Worten. Nüchtern, schüchtern, betrunken, Pegel. Ja? Nochmal das Intro. Ja? Das Lied ist im Walzertakt geschrieben, im Sechs-Achtel-Takt. Man zählt ein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ich hab einen Freund, der ist so ein Hobbypsychologe und der zählt immer so einen Sechs-Achtel-Takt ein mit Sigmund Freud, C.G. Jung, Sigmund Freud, C.G. Jung. Das ist immer sein Einzählen. Aber für euch ist es wichtig, euer OEO. Im Intro, wie gesagt, Sigmund Freud, C.G. Jung, Sigmund Freud, C.G. Jung. OEO. OEO. Nüchtern. Ganz schönes Delay, wie wir sagen. Nochmal. Nüchtern. Oh, hey, oh.
bin ich schüchtern. Nur betrunken sprühe ich Funken. Denn nur mit Pegel setz ich die Segel. Nüchtern bin ich so schüchtern. Die Nacht ist noch jung, ich sitz an der Bar. Keiner beachtet mich. Warum eigentlich? Das hab ich doch wirklich nicht verdient. Ich nehm ein Getränk und geh zum Klavier. Plötzlich hören mir alle zu und sie sagen, du singst so gut. Was trinkst denn du? Und ich sag, nüchtern bin ich schüchtern. Nur betrunken sprühe ich Funken. Denn nur mit Pegel setz ich die Segel. Nüchtern bin ich so schüchtern. Der Morgen erwacht, der Barkeeper lacht, der Laden ist voll. Ich glaub, ich verwend jetzt was Hochprozentiges, denn ich hab was vor. Das Publikum tobt, die Fachpresse lobt, doch irgendwas fehlt eben, sowas Aufsehenerregendes. Glaub mir, deswegen brennt jetzt hier gleich das Klavier, denn nüchtern bin ich schüchtern. Nur betrunken sprühe ich Funken, denn nur mit Pegel setz ich die Segel. Nüchtern bin ich so schüchtern. Was soll ich tun? Ich kann nichts dafür. Und außerdem komm ich wunderbar damit klar. Nein, ich hab kein Problem. Ich bin ein Mann, vielleicht sogar zwei. Was ist schon dabei? Persönliche Gespaltenheit. Denn nüchtern bin ich schüchtern. Nur betrunken sprühe ich Funken. Denn nur mit Pegel setz ich die Segel. Nüchtern bin ich so schüchtern. Ich bin nüchtern so schüchtern. Und ich kann euch kaum noch hören. Aber ihr sollt nur nach den vier Worten singen. Nüchtern, ich bin nüchtern so schüchtern. Hier in Wolfshagen. Schüchtern. Pegel. Betrunken. Ich bin nüchtern so dermaßen unbeschreiblich schüchtern. Vielen Dank. Dankeschön. Ich glaube, wir spielen jetzt das alte Spiel, ja? Das alte Spiel, das ja immer, also ich muss dazu sagen, ich war einmal in einem Konzert von Helge Schneider, beziehungsweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Schauspielhaus in Leipzig. Ja? Helge Schneider, zweimal ausverkauft, ich war zweimal da und das war für mich insofern faszinierend, weil es waren wirklich zwei unterschiedliche Abende. Ja? Ja, ist der totale, ich weiß noch, als er mich am zweiten Abend im Publikum sah, fing er auf einmal an zu spielen so: Vergammelte Speisen zu überhöhten Preisen sind zurückzuweisen. Völlig aus der Kalten fing er irgendwie an, dann Prinzensongs zu spielen. Habe ich mich natürlich echt gefreut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, als es dann soweit war, ist dann eben anderthalb Stunden, 1:45 vorbei war, hat er dann gesagt: Ja, ist ja irgendwie, normalerweise geht man jetzt hier raus und dann kommt man wieder rein auf die Bühne und verbeugt sich nochmal, geht wieder raus und ist doch eigentlich albern. Hat er gesagt. Wir können gleich jetzt noch weitermachen und das würde ich jetzt eigentlich auch vorschlagen. Lasst uns gleich weitermachen, ohne jetzt hier irgendwie noch hier
ewig lang. Weißt du, danach übrigens, ganz, also ich bleibe noch ein bisschen da, ich fange nachher an, Alkohol zu trinken und ihr könnt dem Verfall gern zusehen. Ich werde auch noch das Nachtleben von Wolfshagen checken, ja. Und mal gucken, was hier noch passiert. Und bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit, es ist 10 nach 10. Also, ja, ich mach mal jetzt, wonach steht euch der Sinn? Wollt ihr lieber irgendwie traurige, suizidale Weisen hören, oder? Ich habe eine Idee. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt keine Prinzenlieder. Gibt es auch eigentlich wirklich nicht, außer vielleicht ein bisschen. Wir sind ja, wie gesagt, mit den Prinzen sehr viel unterwegs. Und wenn wir haben im letzten Jahr eine lange, lange Tour durch Kirchen gemacht, haben auch viele Open Airs gespielt, machen dieses Jahr noch irgendwie eine Tour durch Theater und freuen uns wirklich drauf. Wir sind sehr viel unterwegs, wir spielen sehr, sehr viel live. Wir haben letztes Jahr, glaube ich, 65, 70 Konzerte gespielt und das ist schon irgendwie für eine Band, für so alte Herren wie uns, ist das schon okay. Und ich finde das auch richtig und wir fühlen uns wohl. Ich mache nebenbei natürlich nochmal ungefähr genauso viele Sachen solo. Aber das Schöne, was ich erzählen wollte, bei den Kirchenkonzerten, die wir gegeben haben, wir reisen da auch mit Flügel und so nach einer Dreiviertelstunde ist so eine Art Pause und ich sage dann immer auf der Bühne, sage ich mal, ja, ihr merkt ja hier, die Jungs sind nicht mehr die Jüngsten und der Einzige, der wirklich hier fit und durchtrainiert ist, sitzt hier gerade am Flügel und deswegen brauchen die Jungs eine kleine Pause, deswegen singe ich jetzt hier am Flügel ein Lied alleine. Und dieses Lied ist wirklich, also ich sage dann immer, die kriegen hinter der Bühne, in der Sakristei kriegen die dann irgendwie ihre Pillen und ihre Tropfen und wird immer mehr ausgeschmückt, habe ich noch irgendwann erzählt, Sauerstoffzelt haben wir dabei und Tobias kriegt eine Blutwäsche. Ja, und, also, und zwischendurch singe ich eben dieses Lied und dieses Lied ist insofern sehr schön, weil es wirklich in Kirchen passt. Und da wir auch selbst in Kirchen groß geworden sind, also Jens in der Kreuzkirche in Dresden und Tobias, Henry, Wolfgang und ich in der Thomaskirche in Leipzig als Thomaner und Jens als Kruzianer, wir haben da schon irgendwie ein bisschen das Gefühl, wir gehören hierhin sozusagen. Und das macht wirklich auch Laune. Und dieses Lied ist ein Lied, das sehr viel mit biblischen Bildern spielt, weswegen ich das wirklich immer in der Kirche auch singen darf, was mich extrem freut, weil es wirklich ein schönes Lied ist mit einer hammergeilen Melodie. Ich habe es zusammen geschrieben mit einem Freund aus Österreich, der heißt David Bronner. Und David Bronner ist der Sohn von Gerhard Bronner. Und das wird vielleicht auch vielen nichts sagen, aber Gerhard Bronner ist ein Kollege gewesen, der zusammen mit Georg Kreisler die Wiener Kaffeehausszene aufgemischt hat damals. Und die haben wirklich, also der Kreisler hat ja sowieso Texte geschrieben, wir gehen Tauben vergiften im Park. Also irgendwie ganz morbides Zeug, ja. Und dieser Text, den hätte ich allein so niemals hingekriegt. Und ja, klingt so. Ich will zurück ins Paradies, da war ich doch schon mal. Ich will zurück ins Paradies, so damals knapp vorm Sündenfall. Ich saß auf meiner Wolke und trank Champagner. Mein Gott, war das schön im Paradies bei dir. Sonnenschein und Vogelsang, der Frühling blüht so grün. Wir zwei unterm Apfelbaum im Adamskostüm. Milch und Honig ohne Ende, ahnungsloses Glück. Eva war ihr Name, Liebe auf den ersten Blick. Ich will zurück ins Paradies, da kommen wir doch her. Ich will zurück ins Paradies, mein Gott, jetzt mach's mir nicht so schwer. Meine Harfe würd ich putzen den ganzen Tag. Ich will doch zurück ins Paradies zu dir. Eva musste dringend weg, ihr Job war wirklich hart. Ich saß allein in Eden rum und ging in eine Bar. Da traf ich diese Schlange mit hohem Stöckelschuh. Sie bot mir ihren Apfel an und gierig griff ich zu.
Ich will zurück ins Paradies. Da wollen wir alle hin. Ich will zurück ins Paradies. Und hättest du mir das verziehen, dann wären wir wieder da im Garten Eden. Und müsstest du mal weg, ich würde warten. Auf jeden Fall, alles würde ich geben, dass du mir vergibst. Ich will zurück ins Paradies, nur mit dir, mit dir. Nur mit dir, mit dir. So ein halbstündiger Pfeifteil. Genau, ihr könnt ruhig mitpfeifen. Pfeifen Sie eine Melodie Ihrer Wahl. Wer lacht, kann nicht pfeifen, Leute, ja? Abgeht, Leute, ja? Nur mit dir zurück ins Paradies. Schnell, schnell zurück ins Paradies mit dir. Zurück ins Paradies. Husch, husch, zurück ins Paradies mit dir. Zurück ins Paradies. Zack, zack, zurück ins Paradies mit dir. Mit dir. Thomaskirche zu Leipzig. Von 1976 bis 1985 war ich Thomaner. Und jeden Freitag und jeden Samstag haben wir zur Motette in der Thomaskirche gesungen. Und das ist schon prägend auf jeden Fall. Und natürlich, wenn man als 10-Jähriger, 11-Jähriger, 12-Jähriger zweimal die Woche Predigten hört, ist man, glaube ich, auch überfordert in irgendeiner Weise. Und natürlich haben wir unsere Gags gemacht. Und haben wir irgendwie, also ich bin ja aus dem Chor rausgeflogen, kurz vor Schluss, also ich hatte mein Abi schon in der Tasche und wurde aus Disziplingründen vom Thomas Kanter persönlich rausgeschmissen. Erzählt sich heute sehr gut, war damals nicht unbedingt so richtig lustig, obwohl bei der Mutter extrem cool reagiert hat. Meine Mutter hat damals, ich weiß noch, ich kam da an, es war die Sommerreise, war im Juni, glaube ich, Juni 1985. Und die Reise sollte noch 2 Wochen gehen und danach noch eine Woche Zeugnisausgabe und alles Mögliche. Und ich kam dann eben, gab ja keine Handys, und stand auf einmal zu Hause. Und meine Mutter fragte so, ach, bist du rausgeflogen? Und habe ich gesagt, ja. Und mir war das total peinlich. Und ich habe gedacht, jetzt wird irgendwie hier du, du, du und so. Und meine Mutter sagte einfach nur, ach Junge, dann hast du einfach 3 Wochen länger Ferien, nutze sie. Und habe ich gedacht, ja, das ist gut. Und das war wirklich, meine Eltern sind cool. Meine Eltern sind total cool. Ich wollte erzählen, ich bin ja unter anderem deswegen rausgeflogen, weil ich eben, das war ein Konzert, wo ich irgendwelche Textveränderungen gesungen habe, die nur meine Nachbarn links und rechts und vor mir irgendwie
verstehen und hören, weil natürlich das Gesamtbild des Chores darf nicht beeinträchtigt werden und auch der Sound nicht, und du musst da eben wirklich aufpassen, wenn du irgendwie was machst, aber du bringst eben die Leute um dich rum zum Lachen. Ja? Und wenn dann einer in der Mitte steht, kann alle Dinge gucken ganz ernst, und ich habe natürlich auch ganz ernst geguckt, und um mich rum zerfetzen sich die Leute, der Kantor, ich werde das nicht vergessen, der dirigierte so und sah mich an und da habe ich gedacht, oh, lachen wir gesagt, immer ganz schnell weg, und am nächsten Tag waren wir in Erfurt. Und da wurde ich im Dom in Erfurt, wurde vor versammelter Mannschaft gesagt, Krummigel fährt jetzt nach Hause. Und das war aber nur die Spitze des Eisberges, weil ich komme deswegen drauf, die Predigten, die wir gehört haben, natürlich haben wir uns da auch teilweise ein bisschen lustig gemacht. Und es liegt mir ja fern, blasphemisch zu sein. Ich finde, man muss da wirklich cool bleiben, muss irgendwie, man kann seine eigene Meinung haben. Ich bin irgendwann aus der Kirche ausgetreten, das war meine ganz persönliche Entscheidung, die ich nicht vor mir hertrage, vordergründig, sondern wenn mich jemand danach fragt, sage ich das eben auch. Aber es ist ja wirklich, ich hatte meine Gründe und das war alles okay, so, für mich okay. Und weswegen ich drauf komme, ich habe damals, wann war das, 86 oder so, 87, ein eigenes Glaubensbekenntnis sozusagen geschrieben, weil es gibt ja immer dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter und so fort. Und dann kommt die Stelle drin vor, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und eine meiner Textveränderungen war dann, die wirklich nur die Leute um mich rumhörten, und führe uns nicht in Versuchung, sondern suche uns in der Unterführung. Und das dann sozusagen, macht dir ein großes Gelächter. Ja. Und ja, mein Glaubensbekenntnis ging so. Ich glaube an die Liebe und ich glaube an Gott. Ich glaube an gutes Essen und vor allem ans Kompott. Ich glaube nicht an Kompromisse, ich glaube erstmal an mich. Wenn du auch an was glaubst, glaub ich auch an dich. Glaub nicht, dass ich dir alles glaube, auch wenn ich dir sage, dass ich glaube, die Betrachtung der Sache ist eine Glaubensfrage. Glaub mir, einen Glaubenskrieg würd ich mir nie erlauben. Ich glaube, nein, ich weiß, es ist gut, an was zu glauben. Komm, erzähl mir mehr von dir, bleib doch hier, ich höre dir so gern zu. Ich erzähl auch mehr von mir, dann kommen wir uns näher, ich und du, und machen uns Mut. Zeig mir, was du keinem zeigst, und lass mich rein in deine geheime Welt. Sprich mit mir, auch wenn du schweigst, und lass uns einfach tun, was uns gefällt, weil das gut tut. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen, du und ich. Ich gehe mit dir, wohin du willst, du und ich. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen, du und ich. Wir zwei zusammen, du und ich. Dein Gefühl ist mein Gefühl, ich schau dir in die Augen, und ich weiß, manchmal ist es viel zu viel, und dieses Spiel wird viel zu heiß. Das kann gefährlich sein, auch wenn Freiheit wichtig ist. Was richtig ist, verzichten wir nicht, schenken Liebe und Respekt, nicht versteckt, ganz offen und direkt. Wir wollen doch ehrlich sein. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen, du und ich. Ich gehe mit dir, wohin du willst, du und ich. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen, du und ich. Wir zwei zusammen, du und ich. Wenn der Himmel weint und wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann scheint es so zu sein, wir sind ganz allein. Dann denke ich an dich und ich hoffe, du denkst an mich. Wir wollen doch nur zusammen sein. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen. Ich geh mit dir, wohin du willst. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen. Wir zwei zusammen. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen. Du und ich, ich geh mit dir, wohin du willst. Du
und ich. Komm, lass uns gehen, komm, lass uns abhauen. Du und ich, wir zwei zusammen. Du und ich, du und ich. Ist das ein schöner Flügel, Leute? Vielen Dank. Wir machen noch zwei Lieder, okay? Und dann sehen wir weiter. Wir machen noch zwei Lieder, und zwar, ich überlege gerade, was, genau, wenn mich Leute fragen, was eigentlich meine Kernbotschaft ist, dann bin ich immer ein bisschen überfordert und weiß gar nicht so genau, was ich wirklich am meisten sagen will oder was mir das Wichtigste ist. Aber ich glaube, ich habe das am Anfang heute schon mal gesagt, wir sollten versuchen, cool zu bleiben, wir sollten versuchen, locker zu bleiben, wir sollten versuchen, freundlich zu bleiben. Das versuche ich wirklich immer. Es ist ein ganz einfaches Rezept sozusagen. Und ich versuche das wirklich in letzter Zeit. Mir hat das meine Mutter irgendwann gesagt. Sie hat gesagt, wenn dich irgendwas stört, sag's, versuch's laut zu sagen, versuch's klar zu sagen, aber platz nicht sofort raus, versuch erstmal kurz runterzukommen, versuch bis 10 zu zählen, sag dann klar, was du sagen willst, aber bleib dabei freundlich. Und ich merke das immer wieder, wie gut das funktioniert, wenn du unterwegs bist, und ich bin wirklich viel unterwegs, und wenn ich in irgendeine Tankstelle reinkomme, wenn ich in irgendeinen Supermarkt reinkomme, in irgendeinen Laden, in irgendein Geschäft zu irgendwelchen Leuten, wenn man noch eine kleine Runde mehr freundlich ist als normal, wenn man irgendwie am Ende sagt, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffentlich scheint die Sonne morgen wieder genauso wie zuerst, wirst du so angeguckt und dann merkst du so, wie langsam die Mundwinkel hochgehen und wie du selbst auch merkst, dass das eine totale Win-Win-Situation ist. Dass man wirklich, Freundlichkeit ist eigentlich der pure Egoismus. Man kriegt das total gut zurück. Und das versuche ich zu machen und ich fahre damit eigentlich ganz gut. Ich weiß, dass ich es nicht immer kann, weil ich gehe manchmal wirklich fest und gehe manchmal in Gesundheit, gehe manchmal irgendwie wirklich steil und bin da wirklich irgendwie, muss da an mir arbeiten. Das versuche ich auch wirklich zu machen, einfach wirklich cool und locker zu bleiben. Aber dass man mit liebevoller Energie viel mehr erreicht als mit irgendwelcher Eiferung, mit irgendwelchen Sabber. Das ist mir völlig klar. Und nochmal, um zu dem Kern, zu meiner Kernbotschaft, in großen Anführungsstrichen zu kommen. Ich habe ein Lied, das habe ich schon seit 2003 habe ich das geschrieben. Und das, das könnte man sagen, ist so eine Art Kernbotschaft. Küssen und nicht hassen. Bleiben und nicht verlassen, blick nicht zurück im Zaun. Heut wird die Liebe neu geboren. Meine Nation sind die Liebenden auf der ganzen Welt, grenzenlos. Meine Nation sind die Liebenden, die lieben auf der Welt. Sanftheit ist nicht gleich Dummheit, Liebe ist unsere Stärke, Rücksicht ist nicht gleich Schwäche, Weichheit ist unsere Härte in uns. Lebt das Licht, Glück zu empfinden. Es ist ganz einfach, wir brauchen nur die Kerze anzuzünden. Meine Nation sind die Liebenden auf der ganzen Welt, grenzenlos. Meine Nation sind die Liebenden, die lieben auf der Welt. Ich träum davon, wie es wär. Ich glaub daran, das ist gar nicht schwer. Ich stell mir vor, das könnte es geben, dass alle Wesen in Liebe leben.
die Liebenden. Welt grenzenlos. Grenzenlos. Vielen Dank. Ein letztes Lied, liebe Leute. Ein letztes Lied ist eine Art Rausschmeißer. Ja? Ich glaube, es ist eines der schönsten Lieder, die je geschrieben worden sind, obwohl es nicht von Udo Lindenberg ist, ja? Muss man dazu sagen. Aber es ist von Rio Reiser. So sieht's aus, Leute. Und Rio hat ganz viele schöne Lieder geschrieben. Und mein Lieblingslied geht so. Bye bye, bye bye, bye bye. Die Welt schaut rauf zu meinem Fenster mit müden Augen, ganz staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich seh dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut sich mehr weh. Jetzt tut sich mehr weh. Und alles bleibt still und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. 2000 Stunden hab ich gewartet, ich hab sie alle gezählt und verflucht. Ich hab getrunken, geraucht und gebetet. Hab dich flussauf und flussabwärts gesucht. Doch jetzt tut sich mehr weh. Jetzt tut sich mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei. Bye, bye, Unimond. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye, es ist vorbei. Bye, bye, Honeymond. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Bye, bye. Gitarrensolo. Doch jetzt tut sich mehr weh.
nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bye, bye. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bye, bye. Es ist vorbei, bye, bye, Unimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, und lasst uns was trinken.